Ja, herzlich willkommen, jetzt auch im Stream. Hier haben wir Gäste, die jetzt dazugekommen sind. Wir sind 50 Personen hier, ca. 600 im Stream. Das war unser Meet Germany Summit in Berlin im letzten Jahr. Theoretisch hatten wir es dieses Jahr geplant, bei uns auch durchzuführen, hier im Humboldt-Carré startend. Wir mussten es absagen, weil wir hatten im letzten Jahr 560 Veranstaltungsplaner und haben uns überlegt, was machen wir stattdessen? Wir wollen ja der Branche zeigen, dass Live-Events wieder stattfinden können. Das Humboldt-Carré, die Live-Gäste haben es gerade gehört, hat sofort gesagt, wir sind dabei. Und weil eine Sache ist ganz klar, unsere Branche, wir haben das heute auch auf die Kultur- und Kreativbranche ausgeweitet. Es steht in einem elementaren Wandel aufgrund der Situation und wir werden entstanden. Ich zeige euch das gleich. Und ich möchte euch jetzt die Gäste einzeln vorstellen und sie zu mir bitten. Als erstes bitte nochmal den Andreas Grunski. Die Live-Gäste haben ihn ja gerade schon erlebt. Er ist der Geschäftsführer von der BFT Group und Experte für Live- und Digital-Events. Guten Morgen. Genau, Andreas war bei unserem Meet Germany Goes Virtual dabei. Wir durften bei dir dabei sein, beim Eventmanager Forum und jetzt erstmalig live. Schön, dass du uns hier begleitest. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Auch willkommen. Ich gucke einfach mal in die Kamera, grüße alle Leute in den Streams und euch hier vor Ort habe ich ja schon begrüßt. Genau, schön. Danke. Wir rücken jetzt einfach mal weiter, weil es kommen noch welche hier an diesem schwarzen Bupsel. Dann möchte ich den Ralf Neugebauer zu uns bitten. Ralf ist von Unusual Thinkers, begleitet uns auch schon seit letztem Jahr und er verantwortet bei uns die digitalen inhaltlichen Konzeptionen unserer Events. Und wir planen ja heute schon auch Meet Germany, unser Summit in NRW. Und das wird sozusagen unser erstes großes Hybrid-Event. Der Unterschied zu heute ist, dass wir wirklich die virtuellen Teilnehmer und die Live-Teilnehmer aktiv in Interaktion bringen wollen auf Augenhöhe. Also es wird ein ganz, ganz spannendes Format. Ich freue mich da schon riesig und bitte dann auch gleich mal den Dennis Tietz zu uns von EasyQ. Dennis, du hast das so schön gesagt, wenn ihr 80% eures Digital-Events mit Standard-Tools abdecken könnt, er bietet die 20% Individualisierung, egal welches Tool. Habe ich das gut ausgedrückt? Und das machen wir in NRW auch, also schön, dass du auch mit einlädst. Dann möchte ich Karin Ruppert zu uns bitten. Liebe Karin, wir kennen uns schon vom Pharmab. Gemeinsam auch mit Kerstin Wünsch begleitet sie uns, auch seit letztem Jahr auch mit She Means Business und She Means Mentoring, also Frauen im Business und ist gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich bin sehr gespannt und danke, dass du uns hier so unterstützt und dass du das mit den Referenten auch so toll managst. So, wir vier haben uns gefunden und haben gesagt, wir wollen was machen. Und der erste, den ich dann angerufen habe, war der Club meines Vertrauens. Alexander, Sascha Wolf, komm doch bitte auf die Bühne. Nicht wundern, er sagt immer, die Ossis sagen Sascha zu ihm und die Wessis Alexander, deswegen werde ich dich Sascha nennen. Sascha ist der Founder von Außergewöhnlich Berlin, der berlinste Club. Und wie sagt man so schön, der Club, der so bunt ist wie die Stadt selbst.
Ich habe Sascha von unserer Intention erzählt, dass wir eine Veranstaltung planen, die die Branche sicher machen soll. Und er war sofort dabei und hat uns empfohlen, mit der Initiative Beyond Crisis Kontakt aufzunehmen, die er nämlich gegründet hat, mit Deutschland, Land der Ideen. Ich habe dann mit der Ute Weiland, mit der Geschäftsführerin, telefoniert. Vielleicht auch noch mal kurz zur Deutschland, Land der Ideen. Das wurde 2006 von der Bundesregierung und der Wirtschaft gegründet, mit Partnern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft werden verschiedenste Projekte realisiert und Ideen sichtbar gemacht. Ich hoffe, ich habe das gut dargestellt. Und die Ute Weiland hat dann gleich gesagt, Mensch, wende dich auf wir sind dabei und wende dich bitte an die Anke Langhardt, das ist der Profi bei uns für den Maisbereich. Liebe Anke, ich möchte dich jetzt auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Ja, hier habt ihr die Gastgeber alle zusammen. Liebe Anke, erzähl doch mal, was verbirgt sich in der Beyond Crisis? Ja, Beyond Crisis, der Name ist Programm. Und als diese Idee an uns herangetragen wurde, tatsächlich von Außergewöhnlich Berlin, haben wir natürlich gesagt, super Idee, weil wir haben schon Ähnliches gedacht. Was ist unser Beitrag, den wir in dieser herausfordernden Situation tatsächlich leisten können? Wie können wir helfen? Was ist etwas, was wir tatsächlich bieten können? Das ist zum einen unsere Expertise im Thema Kommunikation, Marketing, im Thema Plattformen, aber natürlich auch unsere mediale Reichweite. Man kennt uns einfach als vertrauensvolle Marke für das ganze Thema Nation Branding in Deutschland. Du sagtest es schon, 2006 Fußball-WM. Und wir haben gesagt, wir möchten eigentlich dieses Asset, was wir haben, möchten wir euch geben. Bewerbt euch bei uns mit den Ideen, die euch umtreiben, die ihr in der Krise oder auch bereits davor gegründet habt, die aber jetzt besonders wirksam werden. Zeigt sie uns, bewerbt euch. Wir haben wirklich in Rekordzeit, ich glaube, es war eine Woche, haben wir dieses ganze Brand entwickelt. Das war wirklich erstaunlich. Also wir haben auch das erste Mal richtig gelernt, was es heißt, agil zu arbeiten. Muss ich sagen, es ist erstaunlich, es funktioniert und es macht total Spaß. Und wir haben jetzt dieses tolle Format und haben mittlerweile schon über 200 Projekte, die sich beworben haben, denen wir helfen, kommunikativ draußen sichtbar zu werden. Und wir sind weiter dabei. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 15. September. Also alle die, die vielleicht Ideen haben, auch mit anderen zusammen, zögert nicht, geht auf die Website Beyond Crisis. Da seht ihr, welche Projekte sich bereits schon quasi qualifiziert haben. Und wir sind noch weiter dabei. Und ich bin heute tatsächlich als Abgesandte, zusammen auch mit dir, da so ein bisschen als vielleicht Ansprechpartner, wenn ihr euch unsicher seid, Mensch, ist das eine Idee, ein Projekt, was Potenzial hätte, zögert euch nicht, uns anzusprechen, wenn wir nicht gerade moderieren sind. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Ideen. Man fragt sich manchmal, Mensch, warum ist das nicht schon vorher eigentlich etabliert worden und warum ist das nicht schon vorher erfolgreich geworden? Also auch die Krise bietet tatsächlich Chancen. Das ist jetzt nicht einfach nur eine chinesische Floskel, sondern wir sehen das draußen und es gibt einige Projekte, die mich total wirklich vom Hocker gehauen haben, wo ich einfach sage, wow, das muss man einfach nur lieben, das muss man unterstützen, weil es tatsächlich fürs Gemeinwohl was bietet und tatsächlich auch für jeden Einzelnen. Und das ist unsere Mission, warum wir heute hier sind. Und ja, wir glauben natürlich, dass diese Projekte auch dann erfolgreich werden. Das ist tatsächlich unsere Aufgabe, einfach zu helfen. Ja, vielen, vielen Dank. Okay. Danke. Toll. Ja, genau das ist es, was wir wollen mit diesem Projekt. Wir wollen Mut machen, wir wollen euch zeigen, welche Ideen schon entstanden sind. Wir wollen euch Impulse geben. Wir haben übrigens auch ein tolles Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist hier, Werner Schiffer steht auch hier, Fastlane. Fastlane betreut die Live-Akkreditierung bei Live-Veranstaltungen. Und als er festgestellt hat, okay, live gibt es gerade nicht mehr oder kaum noch, hat er einfach mal umgeswitcht und ist jetzt Digitalberater, ist Premium-Partner auch von Expo IP, unterstützt gerade auch kleine Projekte. Also das ist so eine Idee, die sehr gut heute auch reinpasst in das Thema Meet the Change, Krise als Chance nutzen. Und ich freue mich auf einen kurzweiligen, wunderbaren Tag jetzt. Übergebe jetzt an unsere Moderatoren, Karin Ruppert und Sascha Wolf. Und danke auch an euch und an die Gastgeber. Danke, Tanja. Ja, danke. Ja, und das Problem an solchen Tagen ist ja, dass wir so viele Leute haben, die was zu sagen haben, dass der Tag eigentlich gar nicht ausreicht. Und jede Sekunde, die wir beide reden, Karin,
ist eine Sekunde, die wir nachher nicht mehr haben, oder? Absolut, die geht von der Zeit ab. Deswegen würde ich direkt starten mit unserem ersten Gast. Wir haben nämlich jemand Wunderbares hier vor Ort, der uns ein Grußwort an uns richten wird. Ich kriege gerade ein Zeichen, okay, gut, geht gut los. Ist wahrscheinlich noch im Stau. Jetzt wäre das da ist super, gewesen. Super, wir sparen Zeit. Wir springen einfach weiter und werden das nachher natürlich wiederholen. Es ist Thomas Heilmann, auf den wir uns alle freuen dürfen. Er wird sicherlich die nächsten Minuten ankommen. Er ist Schirmherr von Beyond Crisis und wird auch heute zu uns sprechen. Autor von dem Buch Neustart. Und der Grund, weshalb wir ihn eingeladen haben, ist, weil in Neustart drinsteht, wie der Laden funktionieren würde als Gesellschaft, wenn alle nur ein bisschen jetzt mal auf den Startknopf drücken würden. Ist wirklich ein interessantes Buch. Ihr müsst es nicht lesen, wir haben ihn nachher da. Er erzählt euch, was drinsteht, spart ihr das Geld für das Buch. Und alles klar. Dann steigen wir inhaltlich ein. Tanja hat es ja schon angeteasert. Und jeder und jede von uns spürt es. Corona hat uns alle kalt erwischt und ganz besonders natürlich auch die Kultur- und Kreativwirtschaft. Nichts kann mehr stattfinden oder nur in eingeschränktem Maße. Wir sehen es ja heute, es ist aufwendig mit den Hygieneverordnungen, ja, ungemütlich, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Das heißt, Kultur- und Kreativwirtschaft bedeutet vor allem auch, dass die Veranstaltungswirtschaft leidet als Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und als Karin das erste Mal mit mir zusammensaß, dachte ich, naja, die Veranstaltungsbranche ist ja eigentlich eine kleine Branche in Deutschland. Ne? Das sind ja ein paar Kongressveranstalter, ein paar Partyveranstalter, ein paar Clubs. Aber du hast mich eines Besseren belehrt. Weit gefehlt. Es ist eine große Vielfalt, eine vielfältige Branche und das ist auch wichtig heute. Hier sind ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Begegnung im Raum und im Screen. Letzten Endes gibt es Sportveranstaltungen, wir haben Konzerte, es gibt Tagungen, die nochmal ganz andere Herausforderungen haben als große Corporate Events, Meetings, Versammlungen. Das heißt, der große Teil der Business Events ist eine Bubble, dann haben wir natürlich aber auch die privaten Events und Marketing-Events. Ich meine, wir in Berlin kennen eher die Partyseite dieser ganzen Stadt, obwohl in Mitte auch ein paar politische Kongresse stattfinden, die später als Party enden. Aber habt ihr eine Ahnung, wie groß diese Branche ist, wie wichtig diese Branche für Deutschland ist? Weil die wichtigste ist die Automobilbranche, habe ich gelernt, oder? Naja, also was die Vielfalt macht eben aus, dass es lange Zeit keine wirklich guten Zahlen über die Branchengröße gab. Das hat das Rifle-Institut zu Beginn der Krise aufgelöst und hat mal zusammengerechnet, wie groß die Branche eigentlich ist. Das hat mal ganz interessante Ergebnisse geliefert. Es ist nämlich eine wahnsinnig große Branche mit sehr, sehr vielen Arbeitsplätzen dran, wenn man alle Teilbereiche zusammenrechnet. Ich meine die sechstgrößte, wenn mich nicht alles täuscht und ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall, da ist eine Wirtschaftspower dahinter und im Moment eben ohne wirklich gehört zu werden. Eine der größten Branchen Deutschlands, von denen Millionen Arbeitsplätze abhängen, hat momentan Berufsverbot. Und das sind wir. Und wir können nicht akzeptieren, da zu sitzen und zu warten. Wir müssen selber starten. Und wir haben gesagt, wir machen hier einen Aufruf und Vamos und die Zukunft. Aber dann hat Karin aus ihrer Erfahrung als Beraterin gesagt, ja nee, so ein Krisenprozess fängt ja immer mit einem Schock an. Und wir können nicht erwarten, dass alle schon aus dem Schockzustand raus sind. Genau, und deswegen hier nochmal kurz eine ganz andere Ebene. Wir haben also eine Vielfalt an Playern in der Branche mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Blickwinkeln auf das Thema Veranstaltung. Aber auch jeder Einzelne ist an einer ganz unterschiedlichen Stelle in diesem Change-Prozess. Das ist ganz interessant. Also als der große Schock kam, klar, dann muss ich erstmal in der Situation einrichten, bis es dann überhaupt angekommen ist. Und was wir heute ja beleuchten wollen, ist diese Lernkurve. Da wollen wir ja hin alle miteinander und wollen Innovationen fördern. Aber ein Teil der Wahrheit ist eben auch, die Phase davor können wir nicht einfach überspringen. Und die ist auch wichtig, der Raum zu geben, weil viele, viele Unternehmer und Unternehmerinnen sind existenziell gefährdet im Moment, können nicht arbeiten, wissen nicht, wie es weitergeht. Deswegen zu sagen, lass uns mal direkt starten mit Innovation, ist schwierig. Wir wollen da hinkommen, aber wollen eben auch den Menschen eine Stimme geben, die gerade noch in dieser Situation stecken. Das heißt, was wir heute versuchen, ist das Unmögliche möglich machen. Alle mitnehmen, die noch in Phase 1 Schock sind oder emotionaler Ablehnung und dann im Laufe der nächsten anderthalb Stunden alle mitnehmen in Richtung dieser spannenden Fieberkurve, die irgendwie so eine Panikattacke an der Börse aussieht. Um dann in Integration, ist ein komisches Wort, also da oben rechts wird es Berlin, ja, da wird es dann spaßig. Wir stellen mal euch die Frage, wer von euch würde sagen, er ist noch Schockzustand, Ablehnung, vor rationaler Einsicht? Hebt mal kurz die Hand.
ist natürlich schwierig. Ist doch schön. Wer würde sagen, er ist schon über den Bereich emotionale Akzeptanz. Ich akzeptiere, dass das Leben ganz schwierig geworden ist. Hebt mal kurz die Hand. Ah ja, das sind doch schon mehr. Das ist sehr erfreulich. Und wer ist in der Phase, okay, ich bin schon auf Zukunft getrimmt, ich bin schon im Konstruktiven und am Vorwärtsgehen? Ah ja. Okay. Und die sich nicht gemeldet haben, haben die Frage nicht verstanden. Ne? Genau. Sind wir der, nachher diskutieren. Also es bietet sich ein gemischtes Bild, aber es gibt durchaus Hoffnung. Und das gemischte Bild, das dokumentiert auch eine Umfrage, die wir im Vorfeld an die Veranstaltungsplaner, vor allem in Unternehmen gestellt haben, wo wir gesagt haben, was bewegt euch eigentlich gerade im Bereich Hygienemaßnahmen, Planungssicherheit und so weiter. Und wir haben abgefragt, zum einen, wie sicher fühlt ihr euch mit dem Thema und wie relevant ist es für euch? Und letzten Endes dokumentiert die Ergebnisse, gelb sieht man immer, was gewählt wurde. Das heißt, eins war, ich fühle mich gar nicht sicher oder es ist gar nicht relevant. 10 ist, es ist sehr relevant und ich fühle mich sehr sicher. Das heißt, hohe Relevanz beim Thema Hygienemaßnahmen, aber sehr, sehr große Unsicherheit. Wie soll ich damit umgehen? Welche Regeln gilt es eigentlich zu beachten? Auch hier muss man sagen, Föderalismus, wir haben ja in ganz vielen unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedliche Regelungen und da muss man sich erstmal orientieren, um überhaupt zu wissen, was gilt. Alec von The Bosshaus wird nachher hier sitzen, weiß davon, Lied zu singen. Gestern wurde das Konzert abgesagt, genau wegen dieser Dinge. Das Gleiche bietet sich bei Planungssicherheit. Klar. Ihr wurdet gefragt, eure Planungssicherheit, und auch hier bietet sich das Bild, ist sehr wichtig für alle, aber alle fühlen sich unsicher gerade in der Situation. Geht gerade so weiter, behördliche Auflagen ist ja ein Block. Da wird es schon ein bisschen sicherer, weil man sagt, okay, ein bisschen weiß man jetzt, Abstandsregeln, Masken und so weiter. Wo es dann schon ein bisschen sicherer wird, Relevanz immer noch extrem hoch, ist konzeptionelles Denken. Das ist natürlich hoffentlich der Branche geschuldet, weil sehr viel kreative und konzeptionsstarke Menschen hier aktiv sind, die sagen, okay, das ist was, da fühlen wir uns einigermaßen sicher. Genauso bei Technologie, es gibt ja viel. Also insgesamt zusammengefasst eine riesen komplexe Situation mit maximaler Unsicherheit. Ja? Und da müssen wir jetzt irgendwie versuchen, durchzulavieren, jeder aus seiner persönlichen Warte heraus. Das heißt, wir haben hier eine Branche, die super unsicher ist, die aber super wichtig ist für ganz Deutschland und die aber eigentlich sowohl die technischen Voraussetzungen als auch die kreative Kompetenz hat, das Problem zu lösen. Da stehen wir heute und wir hoffen, dass wir morgen da stehen, dass das Thema Sicherheit keins mehr ist, weil wir wissen, wo wir hinwollen und dass wir losgegangen sind. Genau. Und was wir heute anbieten können, sind Impulse. Wir werden keine Lösung bieten können. Das können wir nur gemeinsam erarbeiten, Schritt für Schritt. Aber vielleicht können wir den einen oder anderen Impuls mitgeben. Wir haben ja tolle ImpulsgeberInnen auch hier auf dem Panel gleich sitzen. Und gerade sehe ich, dass Thomas Heilmann, eingetrudelt ist. Und das passt perfekt, bevor wir das Panel eröffnen. Lieber Thomas, bitten wir dich hier zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen. Thomas Heilmann. Wie machen wir das jetzt? Wenn er nicht an mir vorbeilaufen darf, dann muss ich quasi runtergehen, du musst in die Mitte und ich gehe wieder rum. Hallo, wir deuten es an. Schön. Wir lernen in Corona-Zeiten auch Ballett jetzt. Ja, lieber Thomas, wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein Grußwort zu sprechen. Ich habe vorhin schon gesagt, du bist ja auch Schirmherr von Beyond Crisis und Mitautor von Neustart, ein Buch, das sich mit der Modernisierung des Staates auseinandersetzt. Das heißt, Innovation ist für dich ein Riesenthema. Du bist ja selbst auch Unternehmer und Start-up-Förderer. Was muss sich aus deiner Sicht verändern, damit der Rahmen hier in Deutschland so geschaffen ist, dass mehr Innovationen entwickelt werden, vorangetrieben werden? Also wir haben uns in dem Buch Neustart nur mit der Frage beschäftigt, nur in Anführungsstrichen, was müsste denn der Staat anders machen, damit wir Innovation Raum haben? Also es ist kein Vorschlag jetzt an Sie alle, wie Sie innovativer werden können, sondern ich bin ja auf die Seite der Politik gewechselt, wir haben uns angeguckt, was könnten wir denn als Politiker, was könnten wir denn als Verwaltung mal anders machen? Das haben wir auf über 300 Seiten zusammengeschrieben. Und der Kern vom Kern ist, wir haben eine 200 Jahre alte Tradition, wie wir die öffentliche Dienst organisieren. Und das müssten wir dringend mal ändern. Der öffentliche Dienst ist sequenziell aufgebaut, er arbeitet nacheinander. Das hat man sich mal ausgedacht, da hatte man noch nicht 4,7 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und es gab noch keine Digitalisierung und noch keine Vernetzung und kein agiles Arbeiten. Und das alte System passt nicht zum neuen.
Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kommen wir denn vom alten System ins neue? Und das haben wir uns auch sehr detailliert überlegt, also bis in die Frage, wie müssten wir Gesetze ändern und so. Wir kennen das ja von den Baustellen. Ne? Erst wird die Straße aufgerissen für den Tiefbau, für die Abwasserleitung, dann wird zugeschüttet, wieder aufgerissen für die Telekom und so. Das ist dieses sequentielle Arbeiten. Aber wie sieht denn der Staat aus? Herr Kobarek? Reißen die Bude auf und packen alle Leitungen? Sie hören mich, ja? Der moderne Staat... Okay, hören Sie auch das, was in der Halle passiert? Agil. Er arbeitet mit Systemen, mit ganz anderen Systemen, gar nicht, wo er vorhersehen kann, und zwar einfach vorhersehen. Kannst du dann doch nochmal hochziehen? Ablesen kann, welche Bedarfe gibt es, um dieses Beispiel zu nehmen. Leicht. Denn an dieser Stelle, jetzt, was in der Straße, Kostenhalle passiert? Was liegt denn da überhaupt? Und weiß ich nicht, die Fernmeldeleute werden darüber informiert, dass die Wasserleute zwar automatisiert da was buddeln wollen, sodass sie dann selber sagen können, okay, dann ziehen wir vielleicht unsere Maßnahmen am besten zu denen gehen, die ja wir eigentlich erst in 3 Jahren vorhatten. Das setzt aber, also, voraus, dass man ein Prozessmanagement hat, dass das auch wirklich erledigbar ist und nicht händisch erledigt wird. In dem Moment, in dem ich das händisch koordiniere, funktioniert es einfach nicht. Das heißt, wir müssen weg von den Durchlaufmappen hin zu einem vernetzten digitalen System. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, aber das Buch kommt ja jetzt eigentlich zur richtigen Zeit, denn Corona ist ja sozusagen ein Push für das ganze Thema Digitalisierung. Gibt es da schon Gespräche innerhalb der Regierung über die Inhalte? Wie kann man sich das vorstellen? Was sind die nächsten Schritte? Die lieben ihn sicher gerade alle. Ja, also es ist eigentlich ganz gut angekommen. Ja. Im Verwaltungsrecht heißt das die führende Akte. Das ganze Verwaltungssystem ist jetzt nicht nur auf Papierakten ausgestellt im Sinne von Information. Deswegen kann man es auch nicht so einfach sagen, na gut, dann schicken wir halt eine E-Mail. Weil es gibt eine führende Akte und die ist das zentrale Element jedes Verwaltungsvorgangs. Und wenn wir mit diesem System weiterarbeiten, sind wir einfach schon verloren, weil dann Informationen nicht gleichzeitig sind. Sozusagen das nochmal zur Bemerkung. Es gibt einige Vorschläge, die haben wir schon in Koalitionsausschüssen verabschiedet. Wir haben für eine Maßnahme über 3 Milliarden Euro, haben wir im April vorgeschlagen, und im Juni haben wir die 3 Milliarden Euro gekriegt. Das ist auch nur unter Corona-Zeiten. Wofür? Für eine Beschleunigung wir nennen das Online-Zugangsgesetzes, also dafür, dass 520 Dienstleistungen des Staates für jeden Bürger und jedes Unternehmen online erreichbar sind. Dieses Ziel haben wir schon länger. Und wir haben in dem Buch geschrieben, so wie wir das Ziel gerade verfolgen, ist es A, unterfinanziert und B, falsch organisiert. Und das müsste man beides ändern. Und beides hat die Koalition schon beschlossen. Wir haben eine andere Gesetzestechnik vorgeschlagen. Da gibt es einen Piloten immerhin. Ich denke, die SPD macht mit in dieser Legislatur, dass wir in einem Gesetz es mal einmal anders machen wollen, um dann daraus zu lernen. Aber der Großteil ist so geschrieben, dass er hoffentlich ins CDU-Wahlprogramm kommt, sieht aber ganz gut aus. Damit würde er Gegenstand, wenn die CDU die nächste Bundesregierung an der nächsten Bundesregierung beteiligt ist, dann würde es in Koalitionsverhandlungen kommen und dann hätte es eine gute Chance, da umgesetzt zu werden. Ganz wesentlich, wir haben leider in der deutschen Verfassung das Ressortprinzip. Und das Ressortprinzip ist sozusagen eine Ausprägung des sequentiellen Arbeitens. Ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich hatte nur einen Kaffee. Ich bin schon weg jetzt. Schon raus. Gib mir mal lieber so das große Picture. So. Die Geisteshaltung muss sich ja eigentlich ändern, weil du kannst natürlich super viele Pläne und Bedienungsanleitungen für die Verwaltung machen. Aber zum Beispiel, wer die Berliner Verwaltung kennt, weiß, die hören dir gar nicht mehr zu. Also was muss ich eigentlich quasi im Kopf der Verwaltung, der Politik ändern, damit unten die Prozesse besser werden? Ehrlich gesagt, eine reine kulturelle Änderung reicht nicht. Ich muss schon die Systeme umbauen. Also ich brauche auch eine andere Kultur, das ist schon wahr. Aber wenn ich mich nicht darauf einlasse, was eigentlich das technische Problem hinter den Problemen ist, dann, weil auch der gutwilligste Verwaltungsbeamte kommt an seinen Systemen nicht vorbei. Was kann denn der Mensch im Gesundheitsamt Pankow hier dafür, dass er seine Corona-Meldungen per Fax schicken soll? Der findet das ja auch falsch. Aber was soll er denn jetzt eigentlich machen? Da kann ich so viel Kulturwandel in dessen Kopf veranstalten, wie ich will. Wenn der keine Systeme bekommt, mit der er anders arbeiten kann, dann geht es nicht. Deswegen müssen wir beides machen. Und du sagst also, von der technischen, also die Technik verändert den Menschen am Ende. Es ist die Technik, es ist die Rechtsetzung und es ist der Mensch. Und wenn ich nicht alles drei gleichzeitig ändere, werde ich ganz sicher scheitern. Und deswegen nützt es nichts, nur einen Appell zu machen und hakt euch doch noch unter und lauft mal ein bisschen schneller und dann wird es schon. Wäre ein Anfang. Wie? So, ja, aber das führt ganz sicher
nicht zum Erfolg. Aber das ist ein wunderbarer Impuls auch, um den Bogen zu spannen zu unserem Thema, was die Wirtschaft angeht, ja, was einzelne Wirtschaftsbereiche angeht. Es braucht eben vielfältige Veränderungen. Einmal auf Systemebene, auf Tools, mit denen man arbeitet. Es muss ein kultureller Wandel. Das hat ja auch viel mit Führungskultur anderer Form vom Arbeiten zu tun. Ein neues Denken letzten Endes, aus alten Gleisen rauszukommen. Und das ist bekanntlich das Schwerste, was es überhaupt gibt. Aber super, dass du da diesen Anstoß gibst und versuchst, das in unserem Land voranzutreiben. Denn ich denke, der Rahmen, der braucht es, damit auch viele Startups sich für innovative Ideen entscheiden und leichtfüßig ihre Ideen entwickeln können. Und jetzt haben wir gerade ca. 700 Leute, die dir zuhören, die wiederum selber ein paar tausend Leute kennen, die wiederum selber ein paar Millionen kennen. Was können wir dafür tun, dass der Neustart Realität wird? Ein Satz. Die Politiker, also meine Kollegen, dazu zwingen, sich mit den Details wirklich auseinanderzusetzen. Ist wie bei Elektromobilität. Also das zu wollen allein genügt nicht. Wir brauchen halt Ladestationen und so weiter. Nur das Wollen allein, das Wollen ist ganz wichtig. Und ohne Wollen geht es auch nicht. Aber man muss sich allein mit den Details beschäftigen. Und da sagen ganz viele, ich bin froh, dass ich meine E-Mails lesen kann selber. Und jetzt lass mich mal mit der Technik in Ruhe. Und mit diesem Satz ist jeder Change aus meiner Sicht in der öffentlichen Verwaltung schon zum Scheitern verurteilt. Wir müssen uns auf die Details einlassen. Und wer dafür Werbung machen würde, dann wäre viel geholfen. Weil wenn die Nachfrage vom Wähler größer wird, dann ist es wie beim Umweltschutz. Also vor 30 Jahren war das halt eine kleine... Der Satz wird gerade ganz schön lang, ne? Ist ja schon klar. Ja. Aber die Hauptaussage war, man muss sich einlassen letzten Endes auf die Veränderung. Das ist wichtig und das nehme ich doch mal als Überleitung, um dir erstmal zu danken für die Zeit, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast, zu uns gesprochen hast und wir so ein bisschen für Deutschland, für den Staat gesehen haben, was da eigentlich los ist. Da fühlt man sich nicht so allein. Die Wirtschaft hat ja sozusagen ähnliche Herausforderungen, ein bisschen anders gelagert. Aber das besprechen wir heute mit dem Panel, das ich jetzt gleich auch auf die Bühne bitten würde. Aber erstmal danke, Thomas Heimann, dass er sich um Deutschland kümmert. Danke, Thomas. Ja. Danke euch für die Initiative, die ich wirklich großartig finde. Super. Wenn wir dich unterstützen können, ruf an, wir geben es weiter. Sehr gerne. Nicht ernst. Danke, wunderbar. Schönen Tag. Ich glaube, du musst da runtergehen. Ich glaube, das ich ist. Lass dich vorbei. Wir müssen. Könnt ihr nochmal applaudieren, dann sieht das im Screens besser aus. Danke. So, wow, das war jetzt spannend, da einen Einblick zu bekommen. Spannende Einblicke werden uns auch unsere wunderbaren Panelgäste liefern. Sascha, ich glaube, du musst auf die Seite und ich rufe alle einzeln rein. Wir begrüßen heute hier im Talk Ariane Ribbeck. Sie ist Director Brand Experience und Sponsoring bei Vattenfall. Hallo, komm bitte auf die Bühne, liebe Ariane. Ariane sagt, sie möchte zeigen, dass Veranstaltungen auch während Corona stattfinden können. Wir sind gespannt, was sie da für Aktivitäten am Laufen hat. Der nächste ist Professor Ulrich Weinberg, Uli Weinberg vom Hasso-Plattner-Institut, Leiter der School of Design Thinking. Ariane, da bitte, genau. Wir freuen uns auf dich. Er ist 2017 vom Handelsblatt zu einem der 100 Innovatoren gekürt worden, habe ich gelesen. Interessant. Und er wird uns heute über Lern- und Innovationsprozesse Einblicke in seine Arbeit geben. Sandra Papst als Kommunikationsexpertin, sie ist im Vorstand von DPRG Berlin-Brandenburg, eine absolute Kommunikations- und Pressefachfrau. Sie sagt, wir Kommunikatoren sind wie Seismografen und wir sind gespannt, was sie so jetzt aktuell für Entwicklungen wahrnimmt in der öffentlichen Diskussion. Wir besuchen Alec Völkel. Bis gestern noch frohen Mutes, give life a chance, auf die Bühne zu bringen. Gestern kam leider die Absage, darüber müssen wir sprechen und ich hoffe, wir können aber auch positiv nach vorn schauen. Schön, dass du heute zu uns gekommen bist, Alec. Dann haben wir den wunderbaren Oliver Lange von H&M. Er ist Head of H&M Lab Germany und setzt sich sehr mit neuen Arbeitsformen auseinander, ist ein kreativer Geist und sagt, wir müssen eigentlich das Denken aufbrechen und aus den alten Gleisen rauskommen. Hi Olli, schön, dass du da bist. Und last but not least müssen wir natürlich auch die Kompetenz Digitalisierung sehr stark noch mit in den Raum holen. Da haben wir hier einen, der seit 25 Jahren hier Expertise hat. Armin Berger von 3PC ist Geschäftsführer dort und
ist für Transformationsprozesse und ganzheitliche Digitalstrategien verantwortlich. Hat hier während der Krise gemeinsam mit Klaus Lederer auch Berlin Alive initiiert. Ja, super Runde, viel Kompetenz im Raum. Toll, dass ihr da seid. Jetzt erstmal die Frage, wo steht ihr eigentlich gerade? Ariane, was würdest du sagen? Wir haben vorhin die Abfrage gesagt. Wenn ich im Weg sitze, musst du mir... Hört man mich? Ja, eindeutig würde ich sagen, in der Lernkurve. Also einfach neue Sachen ausprobieren und gucken, was ist jetzt möglich in der neuen Situation und was nicht. Ja, okay, also du hast den Schock schon überwunden. Alec, bei dir sitzt er wahrscheinlich gerade im Moment noch tief. Sag mal ehrlich, wie geht's dir heute? Ach, mir geht's eigentlich so ganz gut. Es ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ich würde auch sagen, auf der Kurve, ich pendel zwischen vielen Punkten häufig hin und her. Ja, super, danke für die ehrliche Antwort, so geht es mir auch. Olli? Ja, ähnlich. Also ich glaube, das Tal der Tränen ist durch, aber privat betrachtet manchmal schwierig. Heute sehr kraftvoll, gestern noch ein bisschen schwach und matt. Ich würde sagen, die Lernphase ist es. Alles klar. Gut, ich würde jetzt mal einfach weiter... machen, Alex, Sascha, Entschuldigung. Such dir aus, kein Problem. Geh mal weiter, weil die Frage ist, wie geht's dir denn eigentlich? Naja, wo bist du denn unterwegs? Ich habe ja eine Sache gelernt. Ich bin selbstständig, seit ich denken kann. Und wenn eine Krise kommt, wer stehen bleibt, stirbt. Ich liebe Geschichte und habe in Geschichtsbüchern nachgelesen und festgestellt, immer wenn irgendeine maßgebliche Krise eine Gesellschaft trifft und sie nicht sofort reagiert, dann droht sie unterzugehen. Und das habe ich am Anfang des Lockdowns in mehreren Büchern gelesen und gedacht, okay, ich muss irgendwas tun. Und habe dann gedacht, ich verdiene mein Geld mit Seminaren und Vorträgen. Und die gab es auf einmal nicht mehr. Ich war ausgebucht im Februar und war arbeitslos im März. Und habe dann Freunde von Nexer angesprochen und gesagt, es gibt doch dieses VR-Ding. Kann ich nicht mein Wissen dorthin bewegen, wo die Leute das Wissen haben wollen, ohne meinen Hintern mitzubewegen? Und die haben gesagt, ja, können wir. Und jetzt, 2-3 Monate später, gibt es mich in doppelt von Nexer. Und sofern die Technik funktioniert, gucken wir jetzt mal gleich, wie der Wolf aussieht, wenn man eine Brille aufsetzt. Ich bin jetzt echt ziemlich gespannt, weil da steht immer noch Sascha mit Fragezeichen. Es sollte ein Ausrufezeichen. Oh, guck mal. Oh, hallo Sascha. Da stehe ich hallo. Vom Brandenburger Tor. Also du bist jetzt quasi mein alter Ego, ja? Naja, ich bin dein VR-Avatar. Toll, ein bisschen spooky ist das schon. Selbstgespräche führe ich normalerweise alleine und nicht mit dir. Ja, aber das hier hat einen Vorteil. Deine Seminare und Meetings können jetzt Menschen überall aus der Welt sehen. New York, Rio, Tokio, Humboldt, Carré, es ist alles dabei. Das ist übrigens nicht meine Stimme jetzt. Das ist meine Stimme. Ihr konntet mich nur nicht beides hinkriegen. Die Frage ist, ob das nicht ein bisschen schlechter ist. Also, was ist der Unterschied zum Zoom-Meeting? Weil ich habe ja jetzt irgendwie mich nicht in echt. Was ist jetzt besser? Naja, also das ist jetzt ja nur ein Testscreen hier. Normalerweise hätten wir alle VR-Brillen auf und wären direkt bei dir dabei, am Brandenburger Tor, auf dem Mond, am Strand, wie in echt, nur virtuell. Okay, und das Seminar und Vorträge finden dann quasi so statt, dass wir alle Avatare sind, du Avatar, und dann hältst du Vorträge. Gibt es da jetzt irgendwelche Features, die du mir erzählen möchtest, die besser sind? Weil sonst würde ich sagen, das ist ein Zoom-Meeting in 3D. Natürlich, in so einer voll programmierbaren Umgebung kannst du Dinge in 3D zeigen, viel besser vermitteln, mit deinen Teilnehmern schnell eine Runde fliegen, mit deinem Boot aufs Meer oder in eine virtuelle Kongresshalle. Veranstaltungen werden wieder möglich sein, alles viel mehr Möglichkeiten, wie in der Realität. So, und damit lassen wir euch ja in Ruhe, ihr müsst nicht mich zweimal sehen, ist ja auch ein bisschen viel. Ich habe mir mal die Statistik angeguckt, im letzten Jahr wurden 5 Millionen VR-Brillen verkauft, weltweit. In den nächsten anderthalb Jahren geht man davon aus, dass das auf 25 Millionen hochgeht. Das heißt, das da ist nicht in 4 Jahren, sondern nächstes Jahr. Und wir werden bald, wie in Zukunftsfilmen, uns die Brille aufsetzen und dann vorm Brandenburger Tor gemeinsam treffen. Das wird jetzt demnächst kommen. Nur so als kleines Ding. Ich finde es auch ein bisschen spooky, muss ich sagen. Also, was ich hier auch noch wichtig finde, es ist interessant, es wird ja jetzt auch schon bei Events eingesetzt. Ich glaube, die Content-Produktion ist einfach sehr aufwendig. Man wird mal sehen, ob das leichtfüßiger in Zukunft umsetzbar ist. Aber die Frage mal an euch in die Runde, ist das die Zukunft? Sandra, was meinst du? Werden wir hier verstärkt Virtual Reality einsetzen bei Events oder sagst du, ja, schöne Spielerei, aber live kann nichts ersetzen?
Also im Bereich Kommunikation wird es ja schon eingesetzt, vor allen Dingen, wenn es darum geht, technische Sachen zu erklären, um einfach Technik erlebbar zu machen. Und da haben die Firmen schon sehr viel Bedarf und da gibt es auch einen Markt dafür. Ansonsten glaube ich, je einfacher die Technik, desto eher wird es sich auch im flächendeckend durchsetzen. Denn man darf nicht vergessen, Virtual Reality gibt es seit 10 Jahren und wir sind immer noch nicht flächendeckend dabei. Mhm. Also ich glaube, es kommt ganz auf die Branche an und bin aber grundsätzlich ein positiver Mensch und denke, warum nicht? Mhm, alles klar. Uli, wie siehst du das? Hast du da auch Erfahrungen mit? Wahrscheinlich schon, mal jo. In der Historie. Ja, ja. Ja, das Thema VR ist schon älter als 10 Jahre, aber ich habe da vor 20, 25 Jahren schon mit experimentiert und es ist bis heute immer noch nicht auf der Straße und das hat auch was damit zu tun, dass es vereinzelt, ja, dass ich alleine so eine Brille aufhabe und die Kraft der Gemeinschaft, die da gerade so schön steht, ja, die kommt da nicht so richtig zum Spielen, es sei denn, man kriegt wirklich eine hochperformante Technik hin. Wir haben in der School of Design Thinking auf super simple Sachen gesetzt, aber auf einen guten Mix von simplen Sachen. Und das würde ich auch empfehlen. Da kann tatsächlich dann so eine VR-Brille ein Teil von diesem Mix sein. Aber ich würde mich nicht komplett darauf verlassen, dass das allein die Zukunft ist. Ich denke, diese Mixform, wie wir es jetzt gerade hier erleben, das ist auch was, wo wir versuchen, gerade mit der School of Design Thinking hinzugehen. Ja? So eine Art Hybrid, bitte so ein doofes Wort, ne? Finden irgendwie alle blöd. Ja. Aber wir haben noch nichts Besseres gefunden. Also diese Art von Verknüpfung von dem, was wir in den letzten 4, 5, 6 Monaten erlebt haben, mit den realen Sachen, die wir, ich 60 Jahre vorher schon kannten. Das finde ich super spannend. Das wird aus deiner Sicht die Zukunft sein. Wir werden nachher noch mal intensiver reinspringen. Wir wollen noch mal in der Fieberkurve nach vorne gehen und sagen, die Kraft der Gemeinschaft steht jetzt hier. Und das ist auch was, was ich total stark finde, als der Schock groß war. Auch die Branche ist stark gebeutelt gewesen. Und dann kam Tom. Und er hat gesagt, die Kraft der Gemeinschaft ist wichtig, lass uns die aktivieren. Und er hat es wirklich geschafft, diese extrem heterogene Branche innerhalb kürzester Zeit zusammenzuführen und eine wirklich mediale, muss man sagen, es kam in den Tagesthemen, ihr werdet es gleich sehen, die Bilder, Night of Light, alle, hi Tom, da bist du schon, wurde alles angeleuchtet. Ihr seht im Hintergrund Alarmstufe Rot. Tom, erstmal herzlich willkommen bei uns hier in der Runde. Schön, dass du da bist. Tom, ihr habt innerhalb kürzester Zeit die Initiative auf die Beine gestellt, als Corona gestartet ist. Wie viele Leute haben denn oder Unternehmen haben denn mitgemacht? Wie viele Leute konntest du vereinen bei der Night of Light? Ah, ich glaube, es gibt ein akustisches Gap zwischen uns. Also, so ist das, wenn man mit Kuala Lumpur eine Fernschaltung macht. Genau. Sieht gut aus. Du kannst jetzt ruhig was sagen. Bitte? Es dauert noch eine Weile, alles klar. Schade. Wir wollten euch mal vorführen, das Hauptproblem dieser Zoom-Meetings ist, dass einer immer irgendeinen Knopf drückt, den er nicht drücken sollte. Oder ein Kind im Hintergrund ist, die Waschmaschine läuft, ein Hund ist, der Amazon-Bote an der Tür klingelt. Wir wollten das einfach mal live nachspielen. Tom, hörst du uns? Nick mal. Nee, okay, das ist jetzt natürlich ein super Vorführeffekt. Aber du weißt ja, was er sagen wird. Vielleicht kannst du einfach so tun, als ob. Nee, aber jetzt bewegt er die Lippen. Jetzt müsste der Ton noch bei uns ankommen. Ja, wir versuchen das nachher nachzuholen. Würdet ihr uns bitte ein Zeichen geben, sobald da die Verbindung steht? Ja, dann gehen wir weiter und werden nachher den Tom dazuholen. Genau, das war das Thema die Kraft der Gemeinschaft. Aber wen wir hier live hocken haben, ist Michael Hapka. Und da würden wir jetzt überspringen, da haben wir jetzt auch kein technisches Problem. Live-Entertainment hat aber ein großes Problem. Wir haben jetzt vorhin schon drüber gesprochen. Natürlich können gerade gar keine Konzerte stattfinden. Und wir haben gehört, gestern ist ein großes abgesagt worden. Sascha. Ja, und wir haben gedacht, vielleicht, wenn wir hier reden, ist ja immer so ein bisschen Berlin, quatscht gerne über sich selbst, das sind die da draußen ja auch gewohnt, und dann reden wir über Deutschland. Aber ist das, was wir ein Problem haben, weltweites Problem, Berliner Problem und vor allem die Zukunft? Können wir uns unsere eigene Zukunft bauen oder müssen wir gleich für die ganze Welt mitdenken? Und dann haben wir uns überlegt, wen kennen wir, der den Überblick über die Live-Entertainment-Branche weltweit hat? Und dann habe ich meinen Freund Michael angerufen und gesagt, hey, du bist doch der Chef der Mercedes-Benz-Arena. Und dann sagt er, ja, war ich bis gerade. Er hat die zweitgrößte Veranstaltungslocation Deutschlands aufgebaut, durch alle politischen Widrigkeiten der schwierigen Hauptstadt durch, hat einen exzellenten Job gemacht
Und dann kam Corona und bei der Anschutzgroup wurde irgendwie ein Massaker angerichtet. Und da sie in den USA jeden feuern können, in Deutschland aber nur die Leute, die nicht einen gewerkschaftsverbundenen Vertrag haben, haben sie sich die Führungsspitze vorgenommen. Nur um zu sagen, das, was Michael heute sagt, darf er sagen, weil er inzwischen privat unterwegs ist, was mich freut, weil vielleicht kannst du uns ein paar Sachen sagen, die du sonst nicht gesagt hättest. Ja, schön hier zu sein. Ja. Ihr müsst nur jetzt sein Mikro anschalten, sonst haben wir den Tom-Effekt. Ja. Hi. Ja, schön hier zu sein. Danke für das nette Intro, Sascha. In der Tat, internationales Live-Entertainment, so wie wir es kennen, befindet sich gerade im Auflösungsstand. Es gibt viel strukturellen Wandel, deswegen stehe ich hier auch als Michael Habka, nicht als Geschäftsführer der Anschutz Entertainment Group. Es ist eine Menge im Gange in diesem Auflösungsprozess, aber es ist weltweit sehr unterschiedlich. Okay. Ich glaube, was wir hier für Deutschland erleben, ist, wir sind an dem Punkt in dem Bereich der Freizeit, sprich Konzert- und Sportveranstaltung, der zwar Akzeptanz, aber tiefen Frustration. International bewegt sich das Ganze zwischen vorsichtigem Restart und noch ganz tiefen Winterschlaf. Und das ist interessanterweise, geht das von Ost nach West, wie der Virus gekommen ist. Also in Wuhan werden wieder wilde Partys gefeiert. In Taiwan fand das erste Arena-Konzert mit 15.000 Menschen statt, bei sehr niedrigem Infektionsstand. Wir wissen oder wir sprechen bestimmt noch gleich etwas mehr darüber, wo wir in Deutschland sind, nämlich nicht bei einer konkreten Aussicht, das Live-Entertainment-Geschäft wirklich wieder an den Start zu bringen. Das ist also ein großes Problem. Und im Mutterland von Live-Entertainment, sprich in den USA, ist man nochmal ein Stück weit mehr im Tal der Trauer durch die politischen und gesellschaftlichen Strukturen und auch durch das katastrophale Pandemie-Management. Also da kommt erstmal auch nicht viel. Und was hat jetzt Anschutz gemacht? Was ist die Maßnahme, wenn du 100 Hallen hast oder so? Ne, sind 100. Ja, also Anschutz ist ein Unternehmen, was auf allen Kontinenten tätig ist, entsprechend hart getroffen und die Relevanz oder die Größenordnung bei so einem Unternehmen ist natürlich einfach immens, die Zahlen, die da zustande kommen, weil es ist ein komplettes Berufsverbot insofern, dass keine Umsätze stattfinden, weder durch den Live-Betrieb noch durch Sponsoring. Es werden viele Verträge ausgesetzt werden müssen, aber ein Kostenapparat, der natürlich weiterläuft, den kann man nicht ausblenden und das führt zu wirklich strukturellen Problemen, genauso wie für einen Clubbetreiber hier in Berlin. Der hat vielleicht noch die Chance, was vom Rettungsschirm abzukriegen. Ein großes Unternehmen wie AEG nicht. So, das heißt, Sie haben wirklich gesagt, Winterschlafmodus, alle feuern, die gefeuert werden können. Und gibt es jetzt schon Strategien, wie dann Live-Entertainment in Zukunft aussieht, von dem man ein bisschen was abgucken kann? Na, die Strategien sind, wie gesagt, auch wieder lokal, national unterschiedlich. Und natürlich hängen sie vom Infektionsgeschehen ab, aber was es braucht, sind natürlich mehrere Schritte. Erstmal brauchen wir eine evidenzbasierte Kenntnis darüber, was passiert überhaupt, wenn 1.000, 5.000, 20.000 Menschen in eine Arena, in ein Stadion gehen. Das passiert ja gerade, da gab es ja das Konzert. Da haben wir große Hoffnung auf die Studie aus Leipzig, die gerade stattgefunden hat vor 2 Tagen, weil auf politischer Seite ist es einfach die heiße Kartoffel, die keiner anfassen möchte. Es wird immer gleichgesetzt mit Party, und das muss doch gerade keiner. Dass es hier aber um immens viel Arbeitsplätze geht und um einen großen Wirtschaftsbereich, wird so nicht gesagt und so nicht wahrgenommen in der Politik. Deswegen, um in die Lernkurve zu kommen, brauchen wir den Impuls aus der Politik. Die muss dabei helfen, weil ich glaube, Konzepte gibt es genug. Es wurde eben sehr viel konzeptionell gearbeitet und sehr viel Schlaues zusammengetragen, um, glaube ich, auch sichere Veranstaltungen durchführen zu können. Aber wir haben überhaupt kein grünes Licht, diese Veranstaltung über 1.000 Zuschauern in absehbarer Zeit an den Start zu bringen. Okay, danke Michael für den Einblick. Michael Habka, der... Was es für Taiwan-Konzepte gäbe, wenn wir nachher von Alec hören. Leider ist Düsseldorf nicht Taiwan und das wird nicht stattfinden, aber es gibt bereits Konzepte, wie du sagst. Werden wir euch nachher vorstellen. Ja, was da umso wichtiger ist, ist das Thema Solidarität. Und das war ja eine Welle von Solidarität während der Krise, die übers Land geschwappt ist. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so empfunden habt. Ich fand das wunderschön. Einer, der auch gesagt hat, jawohl, und da möchte ich mitgestalten, ist Armin Berger, der mit Berlin Alive eine wunderbare digitale Bühne für Kunst und Kultur geschaffen hat, gemeinsam mit Klaus Lederer, und gesagt hat, wir müssen jetzt hier was tun. Und da haben wir einen kleinen Film dabei, der so ein
paar Bilder zeigt von dem, was er gemacht hat. Wie steht's mit Tom Koppel? Ja, dafür gab es eine Bühne. Und Armin und Team haben diese Bühne gebaut, gemeinsam eben mit Klaus Lederer, der die Initiative mit ihm gemeinsam ins Leben gerufen hat. Armin, erzähl doch mal, ihr habt in Windeseile diese Plattform auf die Beine gestellt. Wie war die Resonanz drauf? Ja, die ganze Geschichte war natürlich extrem spontan. Am 13. März, das war ja am Freitag, wurden die ganzen Bühnen in Berlin offiziell geschlossen. Und am Wochenende hat uns das also sozusagen auch in der Familie berührt und am Frühstückstisch hat man dann die Idee, da irgendwo, also das Gefühl, wir müssen irgendwas unternehmen. Und dann haben wir die ganze Plattform, das war auch die Voraussetzung, dass es schnell geht, also deswegen haben wir die Idee auch so zugespitzt, innerhalb von 5 Tagen auf die Beine gestellt. Um das machen zu können, haben wir am Sonntagabend dann noch an den Klaus Lederer eine kleine E-Mail geschrieben mit einem Konzept, eine halbe Seite. Und der hat dann am Montag gesagt, machen wir, Dienstag haben wir losgelegt, am Samstag waren wir online. Und am Sonntag war der erste schöne Sonntag nach dem ganzen Lockdown-Kram. Und dann dachte ich mir so, jetzt geht's los, dann ging das online, es wurde auch medial kommuniziert. Und dann gab es keine Eintragung, weil die Idee war, eigentlich eine Plattform zu bauen, die in sich gar nichts hat, sondern eigentlich nur die Möglichkeit gibt, Nutzern, Nutzerinnen, Künstlern, Kreativen sozusagen, ihre Livestreams in so einen Kalender zu tragen. Und dann dachte ich mir so, shit, vielleicht war die ganze Idee ganz dumm und kein Mensch braucht das, aber dann war die Sonne, ist dann irgendwann untergegangen am Sonntag und da ging es dann ab und Sonntagabend gab es Eintragungen ohne Ende und da hat man gemerkt, welche Energie in der Stadt ist, weil das war eigentlich die Idee. Wir brauchen irgendeine Plattform, wo man merkt, da gibt es noch ein Leben draußen, nachdem alle sozusagen die Türen zugeklappt bekommen haben. Und wir haben dann Phasen gehabt, also es war wirklich unglaublich. Es war also ein wahnsinniges Erlebnis tatsächlich, wie das angenommen wurde. Wir hatten bis über 740 Livestreams gleichzeitig da drin. Also es war wirklich wirklich beeindruckend und der Klaus Lederer hat irgendwann auch mal meinte, er hätte noch nie ein Projekt gemacht, zu dem man nur Positives gehört hätte, weil das ja im politischen Bereich nicht so üblich ist. Ja. Das war ein wahnsinniges Erlebnis, ja. Ist auch noch online, es ist natürlich ein bisschen abgeflacht. Ja, das war nämlich die Frage, soll das weitergeführt werden oder genau. War das nur kurz jetzt innerhalb des Lockdowns? Genau, nee, also ich meine, es gab diesen Schub, das ist klar. Und dann gibt es ja immer Wellen, dann sind alle in Urlaub gefahren. Es war sowieso alles ein bisschen ruhiger und wir wollen das auf jeden Fall weiterführen. Es ist sowieso online, wird auch, es gibt auch Livestreams, es lebt so vor sich hin, natürlich nicht mit diesem Wumms. Was jetzt ein großes Thema ist, das uns beschäftigt, ist im Prinzip, weil ursprünglich war es ja eine Solidaritätsplattform und ein Aufruf auch zu spenden, ja, wurde auch fleißig gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage generell, was ist Kunst und Kultur wert und können wir hier eine Gratiskultur weiterleben? Ich würde sagen, nein. Können wir es nur auf Spenden basieren lassen? Vorübergehend okay, aber auf Dauer nicht. Und deswegen ist natürlich ein ganz großes Thema, wie kann man das monetarisieren? Wir gehen jetzt an den Start mit einem Ticketsystem, sodass man eben auch bezahlen kann, weil jeder Mensch zahlt für seinen Cappuccino seine 3 Euro und es ist nicht jedes Mal ein wahnsinniges Erlebnis, der Cappuccino, man hat aber auch kein Problem dafür, damit das zu bezahlen. Online ist es an vielen Stellen schwierig, ja? Da gibt es halt diese Gratiskultur und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Zeitpunkt, wo man das grundlegend überlegen muss. Absolut. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten. Und da können wir mal das Publikum auch fragen, wer von euch zahlt denn für sein Zeitungsabo auf dem Handy? Gebt mal die Hand bitte, dass wir ungefähr wissen. Ja, okay. Das sind dann zumindest, würde ich sagen, 30-40%, oder? Und da haben sich ja einige gelogen, bin ich mir sicher. Die haben, wenn man das bei der sind schon einige, ja. Aber was wir eben auch gesehen haben, ist, dass während der Krise jeder, der live nicht veranstalten konnte, oder viele haben ihre Veranstaltungen auf die digitale Plattform gehoben und haben gesagt, oh, lasst uns mal schnell was entwickeln, wir wollen trotzdem sichtbar bleiben. Und die meisten Angebote waren for free, obwohl, viele von euch wissen das, es ein mega Aufwand im Hintergrund ist, Konzepte zu erstellen, die ganze Technik. Man sieht, es ist also ein riesen Aufwand dahinter, aber meistens for free. Und ich glaube, da muss es jetzt auch mal so einen Wechsel geben und sagen, wenn das jetzt auch ein Teil von der neuen
Welt sein wird, noch viel stärker, als es bisher ohnehin schon war, dann müssen wir auch über Geld sprechen und den Wert, den das für die Zuschauer hat. Da können wir ja mal in das Panel fragen. Es gibt ja Leute von euch, die Erfahrung mit dieser Umsonstkultur und dem verzweifelten Versuch haben, da ein bisschen Geld rauszuziehen. Ich würde jetzt mal Alec angucken. Ihr streamt doch sicher und macht Millionen mit den Spotify-Usern da draußen, oder? Wäre top. Ja. Nee, also in der Tat ist ja in der Musikbranche die Digitalisierung von Musik eher dem geschuldet, dass wir weniger verdienen. Ne? Also bis auf wenige Ausnahmen oder bis auf wenige Hip-Hop-Artists, die irgendwie die Kids haben, die den ganzen Tag das Handy auf lautlos durchlaufen lassen, um ihre Artists zu featuren, ist dem nicht so. Das heißt, für uns zum Beispiel ist live seit vielen Jahren die Haupteinnahmequelle und das Standbein wirtschaftlich, auf was es wirklich ankommt. Und mit diesen Zyklen plant man und davon lebt man. Man macht heute ein Album, um live sein Geld zu verdienen, also um auf Tour gehen zu können. Früher war das umgekehrt, da war eine Tour das Promotion-Tool für ein Album. Da fehlt schon eine Menge, das ist schon hart gerade. Ich finde Streaming auch super spannend, das ist auch ein super Weg, um zu überbrücken. Das ist auch ein super Weg, um anzuteasen, um Bock zu machen, zum Beispiel auf ein richtiges Konzert oder auf ein neues Album. Und das kann man auch mal machen, aber wir haben das auch gemacht in der Lockdown-Phase. Klar, weil man will was tun, ne? Man will ja nicht die Gitarre für immer in die Ecke stellen. Aber du merkst halt schnell, dass es nicht das Gleiche ist. Ich sitze heute auch lieber neben euch, als nur irgendwo am Screen euch zu sehen. Und ein Künstler braucht ein Publikum. Also ich brauche Reaktionen im Gesicht. Der Funke muss überspringen. Ich will die Energie teilen, die da entsteht. Und ich sehe die Tränen in deinen Augen. Aber das heißt, selbst die Musikbranche, die ja eine der digitalisiertesten Branchen schon ist, selbst da ist es noch nicht gelungen, Geld aus dem Online zu ziehen. Tut mir leid, Armin. Das irgendwie hört sich jetzt nicht so vielversprechend. Nee, nicht wirklich. Und ich glaube, im Live-Bereich ist das auch schwierig. Man kann natürlich darüber reden, dass man bestimmte Events im Netz macht, um halt eben irgendwie auch auf einen Punkt viel, viel mehr gleichzeitig erreichen zu können. Aber trotzdem, glaube ich, kann es nur eine Komponente sein. Trotzdem ist es gut, dass es jetzt endlich in Gang kommt. Wir alle merken auch die Defizite, wenn man sein erstes Livestreaming Konzert oder Unplugged Session auf Instagram macht oder so, merkst du schnell auch, wo die technischen Defizite bei einem selber sind. Man rüstet auf und denkt sich, wir müssen da ein bisschen mehr Qualität reinbringen, damit es auch mehr Spaß macht, daran teilzuhaben. Also der Prozess ist da und das hat schon auch einen positiven Effekt, dass die Digitalisierung ein bisschen mehr aus dem Arsch kommt, um es deutlich zu sagen. Aber wie schaffen wir es jetzt damit, Geld zu verdienen? Hat einer von euch eine Lösung? Ja, du müsstest natürlich einfach so, wie du es gerade gesagt hast, eure Idee ist ja gar nicht so schlecht, also dass ein Streaming-Inhalt darf durchaus was kosten. Natürlich muss der nicht so viel kosten wie ein Live-Erlebnis in einem Konzerthaus oder wo auch immer. Aber darüber kann man nachdenken. Klar. Also ich habe tatsächlich eine Band, die ich sehr mag. Die haben eine Albumveröffentlichung gehabt vor kurzem, Biffy Clyro. Und die haben dann tatsächlich ein digitales Konzert gemacht. Das heißt, niemand hat das Set jemals live gesehen und gesagt, okay, wir machen verschiedene Slots weltweit. Man kann sich exklusiv eine Karte kaufen, 20 Euro, und kann sozusagen der Band bei dem ersten Live-Konzert des Albums zuschauen im digitalen Raum. Das Ding wird auch nirgendwo abgelegt. Super Idee. Und das Tolle ist, und vielleicht ist das genau das, was du sagst, also ich meine, im Endeffekt, wie wäre die Zukunft? Man hat trotzdem seine 5.000, 10.000 Leute im Publikum, aber man eröffnet den Menschen auf anderen Kontinenten trotzdem zur selben Zeit dieses exklusive, contentgetriebene Konzert zu erleben. Das finde ich eine Lösung, wenn man dann noch eine VR-Brille aufsetzt und live dabei sein kann. Und genauso wie bei dir mehr Muskeln an den Avatar bringt. Sah besser aus als du, Sascha. Sorry. Wir bleiben für immer jung. Dass man im App, In-App kauft. Genau, dann wäre das eine Lösung. Also ich finde, wenn eine Wertigkeit entsteht und ich bekomme etwas, was ich auf anderem Wege nicht bekomme, dann hat man eine Chance, Geld, ich finde, einen Geldwert dagegen zu setzen. Und das sehe ich auch bei dem Beispiel. Es ist irgendwie eine Neuverhandlung von Werten. Also wofür will ich Geld ausgeben? Und der Künstler hat, finde ich, momentan noch mehr eine Möglichkeit zu sagen, was interessiert mein Publikum wirklich? Spiele ich immer dieselben Lieder auf dieselbe Art und Weise? Oder mache ich mal ein ganz geiles Akustikset? Übrigens, wir hatten gesagt, keine Sätze, die länger sind als eine Minute. Ihr zerstört gerade unsere Regeln. Ne? Nee, nur kurzer Einwurf, aber genau sehe ich genauso. Es geht nur, als Künstler bist du jetzt halt natürlich gefordert, dir auch speziell Gedanken zu machen, wie kannst du sowas attraktiv machen, dass es eben nicht nur das, was du üblicherweise machst und ausfällt, jetzt einfach nur streamst, sondern du brauchst halt spezielle Inhalte. Ja, und also, da möchte ich noch direkt weiterspringen bei Alec ansetzen. Okay. Oder Armin, du möchtest noch eine Sache ergänzen?
Nur ganz kurz, es ist natürlich das Digitale, das kann man ja beobachten, hat ja an vielen Stellen stellt das unglaublich vieles in Frage. Und das kann man natürlich bedauern, das verstehe ich auch und würde ich an bestimmten Stellen auch bedauern oder bedauere ich auch. Aber andererseits, was wir jetzt in der Krise sehen, ist, es sind unglaubliche Tools, mit denen man einfach spielen muss, mit denen man experimentieren muss. Und da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die nicht funktionieren, nicht so funktionieren, wie man es gedacht hat. Aber also, weißt du, weil du das gerade erwähnt hast, es sind manchmal so Dinge wie eben bei Berlin Alive spielt das Live-Erleben oder das Thema Live ja eine große Rolle. Bei digital denkt man immer on demand und ich lege das ab und kann es die nächsten 100 Jahre gucken. Was ihr gemacht habt, das war ja völlig synthetisch, dass man etwas live macht und nicht ablegt. Das ist zum Beispiel, das ist keine technologische Sache, sondern immer wie man es auslegt. Man muss einfach experimentieren und manches geht und manches geht dieses Jahr nicht, aber in 2 Jahren schon. Also das ist, da sind wir alle unterwegs mit einer mit einem großen Fragezeichen. In einem Experimentierraum und das greife ich auf, weil dafür braucht es Mut, auch Dinge auszuprobieren und genau das hat Marek Lieberberg und The Boss Hoss als ein Headliner davon mit Give Life a Chance versucht und hatte bis gestern für Anfang September ein Konzert geplant. Jetzt ist es abgesagt worden. Erzähl doch mal, Alec, wie kam es dazu? Hat dich Marek angerufen und gesagt, lass uns da was zusammen auf die Beine bringen? Und vor allem, wie geht es jetzt weiter? Ja, so in etwa. Also das ist natürlich ein sehr mutiger, vorpreschender Schritt von Marek gewesen, von Live Nation, zu sagen, wir müssen jetzt anfangen, über Lösungsmodelle nachzudenken. Und wir müssen mal einen Impuls setzen. Das ganze Konzert, als es ausgerufen wurde, hat natürlich auch extrem viel Empörung sofort verursacht, wie das gerade so üblich ist in unserem Land. Aber es ging darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben alle mit verantwortlicher Akzeptanz eingesehen, dass wir das eine Weile nicht machen können, aber so langsam muss es auch sein, dass wir uns wieder Gedanken machen, wie es losgehen kann oder wie wir in den Umständen, in denen wir gerade leben, trotzdem Kultur auf eine Bühne kriegen. Und das war die Idee, zu sagen, man nimmt ein extrem großes Stadion, packt dann 1/5 an zulässigen Leuten rein, hat irgendwie in einem 50.000er Stadion 13.000 Menschen mit doppelt so viel Abstand wie von der Politik gewünscht. Kein Alkohol, damit man den Leuten nicht vorwirft, naja, wenn die anfangen zu feiern, ne, dann hält sich eh wieder keiner dran. Maskenpflicht und Co. Also sexy wäre das eh nicht gewesen. Ne? Aber es war ein Ansatz, um mal was auszuprobieren. Und einfach ein positives Zeichen auch in die Branche rein. Was mich am meisten gecatcht hat, ist, ihr habt quasi alles gemacht, was das Ordnungsamt haben will. Also du hast den Gesetzestext durchgescannt. Ja, mehr da. Und alle, die mitgearbeitet haben, auch so eine Ausbildung als Corona-Berater gekriegt und so. Es traut sich halt im Moment von der politischen Seite niemand. Und das wurde jetzt abgesagt, nicht von der Politik, sondern es ist denen eigentlich zuvor gekommen, hat gesagt, es gibt keine verbindliche Ansage, weil sie sich bis zum Ende offen halten, naja, wir gucken bis zum letzten Tag, wie die Infektionslage ist und wie vor allem mein Gefühl auch die Stimmung draußen ist, was man politisch machen darf oder nicht und hält sich bis zum Schluss auf, das Ding trotzdem abzublasen. So kann natürlich niemand, werden alle kennen, egal in welchem Bereich unserer Branche, verbindlich arbeiten, weil natürlich auch wenn wir zum Beispiel kostenlos aufgetreten wären, aber Techniker, Leute, Bühne, alles muss bezahlt werden, organisiert werden, das kann man nicht verantworten. Also das ist einfach, das ist schade, weil es war einfach ein symbolischer Akt, genauso wie die Politik gerade sich in Symbolpolitik versucht, möglichst viel zu verhindern, haben wir gesagt, lass uns doch mal ein Symbol machen für Lösungsansätze. Die Gefahr da drin ist ja jetzt, dass alle sagen, okay, ich lasse mal lieber die Finger und warte, bis die grüne Ampel kommt. Ja, es traut sich halt einfach niemand. Es braucht natürlich Menschen auch mit Mut, die sagen, hey, lass mal was machen, weil es ist ja auch, wir haben es vorhin gesehen, die Lernkurve, die muss ja auch in der Praxis erprobt werden. Das heißt, ich muss mal was machen und sagen, okay, durchdacht ist das mega, wenn das funktioniert, super. Wir können aber am praktischen Live-Beispiel mal gucken, wo sind denn Schwachstellen? Ja, funktioniert das, was wir uns überlegt haben? Da hole ich mal die Ariane mit rein. Ariane hat nämlich genau das gemacht, im kleineren Maßstab, aber weil sie gesagt hat, zur Beginn der Krise, die persönliche Begegnung ist für uns bei Vattenfall, wird immer eine große Bedeutung haben. Digital ist super ergänzend, aber das persönliche Erlebnis wird nichts ersetzen. Und deswegen hast du mit deinem Team entschieden, lass uns während Corona eine Veranstaltung auf die Beine stellen, und um einfach zu zeigen, es ist möglich, auch mit den Hygienemaßnahmen was umzusetzen. Ariane, erzähl doch mal, was habt ihr gemacht? Also wir haben eine Kulturveranstaltung jetzt im August in Berlin ins Leben gerufen,
ja, da sieht man es, Open Air, kostenlos, fossilfrei, wo wir gesagt haben, es muss doch wirklich möglich sein, etwas zu machen. Natürlich wichtig, Open Air, das ist schon mal etwas einfacher, da eine Genehmigung zu kriegen. Also Alec, wir haben da die gleichen Probleme, obwohl es sehr klein ist. Bei uns können nur 75 Menschen Platz nehmen. Auch wir haben viel mehr Regeln eingehalten, als überhaupt da sind. Wir schenken auch keinen Alkohol aus, all diese Dinge. Und zum Glück haben wir eine Genehmigung bekommen und sind sehr froh, dass wir jetzt den ganzen Monat August immer von Donnerstag bis Sonntag dort Kultur und Kino anbieten können. Aber es war sehr, sehr schwer. Aber nichtsdestotrotz möchte ich es nicht missen, einfach es probiert zu haben, es gemacht zu haben. Dann stehen da Künstler, da kommen einem die Tränen in die Augen, die sagen, die letzten Monate konnte ich nur noch in der Badewanne singen. Ein Glück, dass jetzt hier mal wieder Publikum ist. Genau, was du gesagt hast, der Live-Aspekt. Es ist natürlich auch nicht so sexy, nur 75 Leute dazu haben. Trotzdem ist da eine gute Stimmung und trotzdem war es wichtig. Und es war auch wichtig, den Mut zu haben, das zu machen und auch für meine Mitarbeiter zu zeigen, ich bin im Bereich Brand Experience, Events, wir wissen alle, wir machen gerade nichts. Da entsteht auch natürlich eine Depression bei den Leuten. Bei uns wird niemand entlassen, aber wenn man nichts zu tun hat, das ist ja auch furchtbar. Unsere Dienstleister, die leiden ja alle, Eventbranche, also wir waren sehr froh, dass wir hier auch unserer Eventagentur sagen können, wir machen was. Die Künstler, die wie gesagt alle ja gar nichts mehr, nicht auftreten können, nichts machen können, aber auch das Publikum, was sagt, wie lange war ich nicht mehr bei einem Konzert und da kann ich jetzt hingehen und kann an einem Konzert teilnehmen. Also das war für uns hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hier ein Zeichen zu setzen, wir können was machen. Wenn ihr auftreten wollt, verlängern wir gerne noch. Übrigens hat Christina Aue aus dem Fernsehturm jetzt gerade das Gleiche gemacht und gesagt, sie möchte den Fernsehturm öffnen für Künstler, die auftreten in kleinen Gruppen. Das poppt jetzt überall hoch. Was wir jetzt daraus lernen, bevor wir mal zur Resonanz aus dem Netz kommen, ja, von den Zuschauern, wir lernen gerade aus der Runde mehrere Sachen. Erstens, wir sind nicht allein. Die Kraft der Gemeinschaft. Wenn wir schaffen, uns ein bisschen zusammenzubringen, dann sind wir tatsächlich eine Macht in Deutschland, weil es ist nicht nur die Veranstaltungsbranche, sondern es sind auch etliche Konzerne, da gibt es mutige Leute oder ne, von der Veranstalternseite, Produzentenseite, sogar aus der Politik in Düsseldorf gab es mutige Menschen. Wir müssen lernen, die mutigen Menschen zu einem Netzwerk zusammenzubringen und nicht zu warten, bis irgendjemand auf die grüne Ampel schaltet, weil das wird so schnell nicht passieren. Wir müssen von Taiwan lernen. In kleinen Schritten groß vorangehen. Das Zweite, was wir lernen können, ist, mit Online kann man Geld verdienen, man muss es nur exklusiv machen, man muss es inszenieren. Es reicht nicht, wenn man einfach einen Stream anschaltet, das kann man machen, weil man halt schnell sein möchte, aber dann muss man lernen, Dinge online zu inszenieren und exklusiv zu machen, dann sind die Leute bereit, Geld zu bezahlen. Für Qualität wird tatsächlich bezahlt, sieht man an Netflix. Und das Dritte, was wir lernen können, es kommt auf uns an. Wir brauchen nicht warten, bis der Staat den Neustart baut, weil der Staat sind am Ende wir. Wir müssen selber jetzt aufstehen und vorwärts gehen und können uns nicht in der Schockstarre aufhalten. Die Frage ist, was passiert eigentlich gerade da draußen? Genau, und deswegen werden wir jetzt mal ins Studio schalten. Ist die Frage, Ralf im Studio hat das Netz im Blick, die Kommentare und Fragen, die da hochploppen. Hallo Ralf. Was geht ab, während wir hier sprechen? Ah, gleiches Tonthema. Ich meine, er sitzt im Nebenraum. Im schlimmsten Falle holen wir ihn einfach rüber. Sehr, sehr spannend. Interessant auch, Sascha. Ah, ja, jetzt. Interessant, Sascha, weil du auch schon tatsächlich ein paar Dinge vorweggenommen hast, die wir gerade sehr hitzig diskutieren. Und zwar, interessanterweise, geht es viel um technische Details gerade. Da hitzen sich so ein bisschen die Gemüter natürlich auch durch den Avatar. Der hat tatsächlich auch ein bisschen, ich sag mal sagen, die Republik gespalten. Aber alles sehr, sehr konstruktiv. Und was ich vielleicht sehr, sehr spannend finde, es gab immer mal wieder so, naja, ihr redet aber ein bisschen zu sehr in Richtung B2C, oder Konzerte und so. Ne? Also Alec hat natürlich schon ganz viele Daumen hoch, manche haben gesagt, ja, toll. Aber die sagen, wo bleibt der B2B-Bezug? Und das wäre vielleicht nochmal ein spannender Impuls, den ich euch für den Moment gerne nochmal rübergeben würde. Und aber bevor ich es übergebe, deswegen sagte ich ja konstruktiver Austausch. Viele andere sagen dann, naja, aber wir müssen eben auch mal von den anderen lernen. Ne? Also warum soll nicht mal die B2B von den B2C-Leuten lernen? Genau das, was Sascha ja auch sagte, über den Tellerrand. Aber ich gebe das gern schon nochmal zurück und wir hören uns ja nachher nochmal. Danke, Ralf.
Also, das heißt B2B, aber das fand ich nochmal ganz schön, dass er es gesagt hat. Wir haben heute wirklich eine bunte Truppe zusammengestellt, um eben diese unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Weil wenn man immer nur in den gleichen Bubbles unterwegs ist, dann ist es schwierig, irgendwie aus alten Kreisen rauszukommen. Deswegen haben wir es geweitet und gesagt, lass uns mal hören, wie die Leute unterwegs sind, die vielleicht an einer ganz anderen Stelle in der Wirtschaft aktiv sind oder in Kunst und Kultur. Aber ich würde das Thema mal gern weitergeben. Ich glaube, Uli, du hast da ja auch viel Erfahrung mit diesem B2B-Thema. Wie ist deine Einschätzung, wie die Auswirkungen in diesem Bereich sind aktuell? B2B haben wir insofern Erfahrungen, als wir ständig mit Unternehmen zusammenarbeiten, genau. Mit unterschiedlichster Couleur. Wir sind in der School of Design Thinking ja gerade unterwegs, Menschen beizubringen, das, was Thomas Heilmann anfangs vernünftigerweise auch für die Politik einfordert, nämlich agiler zu denken, vernetzter zu denken, zu begreifen, dass in den Silostrukturen zu arbeiten das Thema von gestern war, aber nicht mehr von heute oder speziell auch nicht mehr von morgen sein kann. Und da verknüpfen wir auch Unternehmen und sehen natürlich, dass da unterschiedlichste Lernprozesse unterwegs waren. Und das für uns Spannende war, machen wir diesen Modus, den wir seit 13 Jahren jetzt da praktizieren, nämlich physisch ganz eng mit gemischten Teams zusammenzuarbeiten, über einen intensiven Zeitraum neue Ideen zu entwickeln, machen wir das jetzt in Corona-Zeiten überhaupt nicht mehr. Wir haben uns für das Gegenteil entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen versuchen, ein Beispiel zu geben. Wir wollen rauskriegen, können wir das komplett digital machen, das, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen konnten. Das ging. Also wir haben mit einem super guten Toolset, was wir glücklicherweise in Hochgeschwindigkeit, wie das viele auch gemacht haben, gefunden haben, haben wir es geschafft, eben dieses Thema Teamarbeit, Kollaboration, das Thema nicht-lineares Arbeiten und das Thema auch Raum, ja, sich irgendwo vernünftig zu treffen. Wir haben ja eigene Möbel für den physischen Raum, haben wir entwickeln müssen vor 13 Jahren, weil es das nicht gab, Kollaborationsmöbel. Aber wir haben diese drei Kernkomponenten komplett abbilden können und sind damit auch interessanterweise ein Vorbild geworden sozusagen für viele Unternehmen, die sagen, hey, wir haben radikal andere Erfahrungen, bei uns war das total schwierig oder unser Business ist komplett weggebrochen, wie geht das denn? Und ich glaube, man kann da, also das ist ein Aufruf auch hier an die Branche, wir sind gerade dabei, unser nächstes Semesterportfolio zusammenzustellen, immer mit Partnern von draußen, immer mit kritischen, spannenden Fragestellungen. Da sind noch ein paar Slots frei. Wenn ein Unternehmen, Organisation hier Lust hat, mal ein Semester mit unseren Studententeams im jetzt hybriden Raum zu verbringen, denn wir sind nicht kuriert vom digitalen Raum, gar nicht. Wir haben so viele tolle, positive Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel ganz simpel, am Montag habe ich meine Assistentin nach langen Wochen, Monaten zum ersten Mal wieder physisch gesehen. Aber wir sehen uns jetzt virtuell viel häufiger. Wir hatten so kurz im Moment, machen wir jetzt wieder normal Treffen im Konferenzraum, also unsere Besprechung im Konferenzraum. Ganz klar, beide, wir haben spontan gesagt, ist doch eigentlich viel besser, wenn wir sitzen zwar im Raum nebenan, wir machen das per Zoom, weil da hat jeder seinen Rechner und wir treffen uns nachher noch zum Kaffee trinken. Das ist eine schöne Überleitung zu dem eigentlichen Thema, was wir jetzt von euch brauchen. Es wird jetzt ziemlich hart für euch, weil erstens, ihr erinnert euch, kurz fassen, und zweitens Kommunikationsformate der Zukunft, weil da draußen sitzen 600 irgendwas Leute, hier drin sitzen 50 Menschen, die eigentlich eine Frage haben. Wie sieht die Veranstaltung der Zukunft aus? Was soll ich jetzt machen? Wo soll ich mich darauf vorbereiten, damit ich im nächsten Jahr vorne dran und nicht hinten dran bin? Und die Frage würden wir gerne beantwortet haben. Ja, und eine Sache vielleicht noch vorab. Die Worte sind hier schon rumgegeistert und ich will es hier mal aufgreifen. Man hört immer wieder von Hybrid, digital, virtuell. Klar, das wird gepusht jetzt durch Corona, aber ich sag mal, ein Streaming oder eine digitale Verlängerung von Veranstaltungen gibt es schon seit vielen Jahren, das ist überhaupt nichts Neues. Natürlich wird es jetzt gerade überall groß nach vorne gebracht, weil jeder möchte irgendwie jetzt eine Sichtbarkeit haben, wenn keine Live-Events stattfinden können. Aber was bedeutet es eigentlich ganz genau und sind wir da vielleicht schon zu stark in den alten Mustern drin und müssen wir komplett neue Räume entwickeln? Und das würde ich mal gern hier in die Runde geben. Vielleicht, Ariane, darf ich mal die Frage an dich weitergeben. Was denkst du, wie sich die Formate weiterentwickeln werden? Ist natürlich auch eine Frage, wen will ich ansprechen? Was ist mein Publikum? Wenn ich ein Event machen möchte für alle Leute draußen in Berlin, dann ist das natürlich schwierig, sowas digital zu machen.
In meinem Bereich wollen wir was für die Marke tun. Die Leute sollen eine Marke erleben, anfühlen. Das muss ich live machen. Also ich bin starker Verfechter von Live-Events. Ich hoffe, es wird bald wieder möglich sein, da mehr zu machen. Aber natürlich, wenn ich mir so ein Format hier angucke oder wenn ich Lernformate mir anschaue, dann muss ich nicht immer durch die ganze Welt reisen und kann natürlich am Computer super viele, viele Sachen machen. Also ich glaube, die Mischung macht es, ist es wahrscheinlich die Wahrheit von allem ein bisschen, je nachdem, was passt zur Zielgruppe, was brauche ich und so wird es sein, aber live wird nicht untergehen. Du sagst, es ist einfach eine parallele Entwicklung, einmal von digitalen Plattformen, live wird weiter bestehen und die Vernetzung wird eben neu sein. Da werden sich vielleicht dann aber auch Räume, da werden wir nachher mit Uli nochmal drauf eingehen, interessanter Aspekt, wie sich Live-Räume verändern müssen, wenn sich auch digitale Plattformen verändern und die Interaktion, gerade wenn es um Kollaborationsprozesse geht. Sandra, ich möchte dich nochmal mit reinholen. Du hast ja beim DPRG im Verband auch relativ schnell umswitchen müssen. Erstens mal, was denkst du, wie sich es entwickeln wird und was hast du ganz konkret gemacht aus Erfahrung aus den letzten Monaten? Was denkst du, wo es da hingehen wird? Was es bewährt hat. Ich glaube, wir müssen zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Veranstalter, aber auch die Teilnehmerebene. Denn auch die Teilnehmer kennen ja mittlerweile Remote Working, Home Office. Und da wird sich garantiert die Frage stellen von jedem Teilnehmer, muss ich wirklich für dieses Event von Berlin nach Hamburg fahren? Oder bleibe ich doch lieber zu Hause? Also die Frage wird wirklich sein, was wird mir da geboten? Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, Wissensvermittlung, ja, Information, die kann ich unglaublich gut online anbieten. Aber wenn es darum geht, Beziehungen aufzubauen, also zu schauen, kann ich jemanden riechen, komme ich mit jemandem klar, dann brauche ich ein Live-Event. Und ich glaube, wir werden viel, also Hybrid bleibt, nur wir werden eine viel größere Splittung haben, vielleicht auch zeitlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, wir machen am Vormittag 3 Stunden online, da gibt es ein Panel, da gibt es vielleicht eine Keynote vom Vorstand. Dann kann man aber weiterarbeiten und der Höhepunkt wird eben dann ein Live-Event sein, wo man sich trifft, also wo es wirklich um Netzwerken geht, wo es um den persönlichen Austausch geht. Und dann kann man gern am nächsten Tag vielleicht nochmal 2 Stunden online ranhängen, wo Ergebnisse präsentiert werden, wo man einfach nochmal ein paar Punkte aufgreift. Aber ich glaube, es wird nicht mehr notwendig sein, dass man komplett 8 Stunden an einem Tag in einem Raum ist, wo die Stunden vollgestopft sind mit Programmen, weil man einfach die Miete bezahlt hat, sondern die Kunst ist, einfach zu schauen, wie splitten wir es auf. Ne? Und glaubst du, dass online? Das dann mit Zoom, also Videokonferenz passieren wird oder mit allen möglichen neuen Techniken? In einem Satz bitte. Ich probiere beides. Mal wieder. Also Avatare kann ich mir gut vorstellen, aber auch Zoom. Also die Technik geht ja dahin, dass man versucht, möglichst alles nahbar zu machen. Aber okay. Meine These ist, Hybrid bleibt und wird viel stärker noch aufgesplittet werden. Okay. Wenn ihr schafft, kurz zu antworten, können wir einfach mal die Runde rum machen und müssen nicht einzeln rauspicken, aber ihr müsst mir mal kurze Antworten geben und Karin kann dazwischen grätschen. Alec, das Event der Zukunft, das Konzert der Zukunft. So, ich bin ja kein Orakel, also unsere Kreativität ist ja in erster Linie darauf gepolt, gute Songs zu schreiben, ne? Und jetzt nicht Konzepte aufzustellen. Ich glaube, das ist bei allen irgendwie Konsens, live ist nicht ersetzbar, digital schafft unglaublich gute Möglichkeiten, die Sache abzufedern oder auch andere Erlebnisse möglich zu machen. Ansonsten wünsche ich mir, dass live wieder ins Rollen kommt und wir einfach vielleicht mit ein paar Maßnahmen dahin kommen, indem man, was weiß ich, darüber nachdenkt, das Schnelltestverfahren so zu machen, dass man mit dem Testergebnis ins Konzert darf, dass man vielleicht über die Corona-App, die man hat, irgendwie direkt am Eingang gescannt wird, dass man quasi keine Kontakte hatte, was weiß ich, aber Lösungen müssen her. Okay. Olli. Sag was. Wurde alles gesagt, woran ich glaube. Also was mir gefällt, ist, dass bestimmt in Live eine neue Qualität entsteht. Ein neues Bewusstsein, also weil wir spüren, wie knapp das ist. Das heißt, es ist eine höhere Aufmerksamkeit auf Live. Was ich an digital spannend und toll finde, das enorme Reichweite kreiert. Also wenn morgen eine Veranstaltung in München wäre, die würde ich nie wahrnehmen. Hätte ich auch vor Corona nicht wahrgenommen. Wenn die aber digitalisiert für mich verfügbar wäre, das heißt, ich habe eine viel höhere Verfügbarkeit von verschiedenen Input-Themen und immer wenn es um Informationen geht oder Lernen, glaube ich, ist digital auf jeden Fall möglich und ich glaube daran, dass alles parallel
passieren wird. Das heißt, das Beste beider Welten zusammenführen und verschmelzen miteinander, das hat zum einen viel mit Technologie zu tun. Da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Tools zur Interaktion. Eine gute Sammlung, by the way, gibt es hier bei meistens digital. Die Katrin Tepke hat hier wunderbar ein paar Tools zusammengefügt und getestet. Lohnt sich mal einen Blick rein. Da geht es eben darum, was kann ich einsetzen bei Interaktionselementen, was sind Meeting-Technologien, die ich verwenden kann, welche Vor- und Nachteile gibt es. Das ist das eine, aber es ist auch vielleicht jetzt ein Zeitpunkt, über Kollaboration der Zukunft nachzudenken. Ist hier ja schon ein bisschen angeklungen. Genau jetzt ist doch eigentlich die Zeit, es gibt die Profis im Technologiebereich, es gibt die kreativen Konzeptioner und es gibt mutige Corporates, Auftraggeberinnen, die sagen, lasst uns jetzt gemeinsam was Neues entwickeln, weil genau jetzt ist die Zeit, wo eine große Offenheit da ist und deswegen der Appell nochmal an alle, die selber auch Budgets vergeben und sagen, nehmt die Leute mit rein, jetzt kann man hier einen Schritt weitergehen und vielleicht diese gewohnten Pfade verlassen und was ganz Neues kreieren, das wäre doch super. Und einer, der sich genau damit auseinandersetzt, nämlich mit Lern- und Innovationsprozessen, wir haben es vorhin schon anklingen lassen, ist Uli Weinberg, der ja genau dieses Thema seit Jahren verfolgt. Wie kann man sowas fördern? Wie sehen Räume aus? Ein bisschen was hast du natürlich schon erzählt in dem Gespräch vorhin. Ich würde noch mal bei einer Sache einsteigen, da zeige ich das Bild, das du uns mitgebracht hast. Du hattest nämlich gesagt, es sollen sich auch Lernumgebungen verändern. Und das hast du mal visualisiert, wie man sich das vorstellen kann. Erklär doch mal bitte deine Gedanken dazu und wie du die Zukunft siehst von Lernumgebungen, von Innovationsprozessen. Ja, das war eine Veranstaltung, die physisch geplant war von einem Möbelhersteller zum Thema Schulmöbel, Lernmöbel, die dann aber in die Corona-Zeit fiel, wo wir dann plötzlich festgestellt haben, keine Schule mehr, keiner ist mehr in Lernmöbeln. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht das denn jetzt aus? Also, und das war schon so Hälfte unseres Lernprozesses. Das ist übrigens, ich glaube, ganz wichtig ist diese Lernphase, die ihr da schön auf der Kurve hattet oder habt, ne? Die ist ja nicht zu Ende. Ja? Die ist für viele immer noch im Gange, für mich ist die immer noch im Gange und ich finde das total super, dass ich permanent neue Sachen kennenlernen kann. Und für uns war das so in der Mitte, wir haben dann gesagt, wir sind 2020, sind wir bewusst voll digital. Also wir ziehen uns komplett raus aus dem Füßen. Wir durften auch gar nicht mehr ins Institut. Jetzt langsam ist es wieder geöffnet und dann haben wir aber so viele gute Erfahrungen gesammelt, vor allen Dingen im Vernetzen. Also vor allen Dingen haben wir festgestellt, dass wir haben ja über 100 Studierenden aus vielen, vielen unterschiedlichen Bereichen, aus 70 Disziplinen, aus 60 Hochschulen, 20 Nationen, die normalerweise immer nach Potsdam reisen müssen. Dann haben wir Behinderte, ja, Rollstuhlfahrer und so weiter. Plötzlich in Zoom waren die alle gleich. Da kriegte man gar nicht mehr mit. Ich habe echt lange überlegen müssen, wer ist jetzt nochmal der Mensch, die Studentin, die im Rollstuhl sitzt. War völlig normal. Und auch in der ganzen, die ganze Zusammenarbeit. Und für uns war klar, wir müssen ein Toolset finden. Das reicht nicht Zoom. Zoom ist nur Kommunikation. Das reicht total nicht aus. Wir müssen die Interaktionsfähigkeit in Gang bringen. Und das ist auch mein Credo. Ich glaube, es braucht die Kommunikationstools und da gibt es Zoom und andere, gibt es viele andere. Dann brauchen wir sowas wie da hinten, das virtuelle Whiteboard, ja, was da gerade schön bezeichnet und beschrieben wird. Das war für uns essentiell, die Arbeitsplattform, dass man sich verabredet im Zoom auf einer Arbeitsplattform. Also das heißt Mural oder so ein V-Frame hier zu Wir haben es mit Miro gemacht, wir haben es schnell alles gescannt, was gibt es da, wir sind mit Miro, das ist jetzt Miro da oben, was da abgebildet ist, unten Zoom, oben Miro. Und das hat den Raum kreiert. Das hat dann den Raum, den wir sonst physisch auch mit Möbeln gebaut haben. Und dazu gab es noch eine dritte Komponente, unsere Lernplattform, die OpenHPI-Plattform, die die WHO benutzt, auch fürs Corona-Training. Da haben sich zeitweise 2 Millionen Leute drauf getummelt. Die ist so stabil, da konnten wir die ganzen schweren Materialien abladen. Aber dieser Dreiklang, ein paar Sachen drumherum, der hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, Mensch, da sind ja so viele coole Dinge, die wir früher hätten auch einfacher machen können, auch das Thema Inklusion, das führen wir fort. Okay, ja, wir perpetuieren das. Und aber was unterscheidet jetzt 2021 von 2020? Ich sehe da immer noch Bildschirme und... Richtig. Das ist quasi meine simple Version des Hybriden, ja, dass wir sagen, ja, wir nutzen jetzt den Space, den wir da in Potsdam mühsam aufgebaut haben, aber das ist jetzt sozusagen ein Co-Creation, ein Co-Working Space, den die Studenten sich mieten können sozusagen, oder teilweise buchen. Früher haben wir alles über den physischen Raum definiert. Unser ganzes Programm hatte damit was zu tun, dass sich Leute einen bestimmten Zeitlang
in einem Raum treffen. Ja. Und davon haben wir uns komplett losgelöst. Da haben wir gesagt, hey, das Programm ist doch eigentlich das, was wir vermitteln wollen. Und das ist was Virtuelles. Und wenn wir den Raum brauchen, den physischen, dann nehmen wir den auch. Und der muss aber jetzt, und das ist ganz witzig, ich bin gerade mit System 180, mit dem Möbelhersteller, mit dem wir zusammen diese Stehtische und so weiter entwickelt haben vor 13 Jahren, dabei zu überlegen, wie sehen jetzt Hybridmöbel aus. Das ist also auch für die Veranstaltungsindustrie interessant. Wir brauchen neue Dinge. Ja. Und die haben mit Corona nicht viel zu tun. Hybridmöbel gibt es ja in jedem SUV, wenn hinten die Kinder mit Fernsehern bespaßt werden. Aber Sandra wollte was. Ja, ich wollte noch gern was ergänzen, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, Wissensvermittlung. Und es klingt immer sehr öde, aber ich finde gerade digitale Formate sind ja wahnsinnig brutal. Denn wenn den Leuten das nicht gefällt, dann schalten die sofort ab. Und das sieht man ja auch. Also die Resonanz oder das Feedback ist sehr, sehr schnell. Das heißt, die Herausforderung ja auch für die Eventbranche ist, Informationen zu entertainen. Also das so zu machen, dass die Leute einfach an der Stange bleiben in maximal 45 Minuten. Und ich glaube, da liegt eben auch eine Chance für die Branche zu schauen, wie können wir Wissensvermittlung so spannend machen, dass die Leute nicht nach 5 Minuten ihre E-Mails checken oder was anderes machen. Das ist das, was Olli gesagt hat. Es wird eine Qualitätssteigerung geben, weil die Leute mehr denken wie Musiker, wie Live-Musiker, weil wenn ihr einen schlechten Song spielt, den die Leute langweilen, merkst du es sofort. Während bei Kongressen man nicht genau merkt, ob ihr euch jetzt langweilt oder ob es euch gut geht. Gut, und dann muss man natürlich auch sagen, dass es unterschiedliche Formen von Veranstaltungen gibt, Kongresse oder Dinge, wo Wissensvermittlung ist, da trifft es natürlich zu. Es gibt natürlich große Corporate Events, die nochmal ganz andere Anforderungen haben, wo man ganz anders an die Themen rangehen muss, nochmal auch ein anderes Setting hat. Das heißt, auch das kann man nicht nur über einen Kamm scheren. Dann nix du, Ariane, arbeitet ihr auch mit solchen Tools, mit Miro, mit so Interaktionstool, wie es Uli gerade vorgestellt habt? Macht ihr das auch bei euch intern, bei internen Meetings? Dieses Tool kenne ich jetzt nicht, aber selbstverständlich, und wir arbeiten schon viel länger, schon vor Corona damit, weil als internationales Unternehmen alle Leute, man kann ja nicht ständig überall hinreisen. Also ja, das ist keine Neuigkeit für dich. Armin sitzt, glaube ich, gerade auf heißen Steinen. Genau, ich wollte nur was Grundlegendes sagen. Na, es gibt eigentlich zwei Dinge, über die man nachdenken muss. Einmal gibt es ja diese Pandemie, die sozusagen alles aufwirbelt, das müssen wir kurzfristig lösen und was weiß ich, so in den nächsten 12 Monate überbrücken, Lösungen finden. Aber man darf sich auch nichts vormachen. Das ist zwar dann virologisch vielleicht vorbei, hoffen wir alle, vielleicht auch früher, aber das, was passiert, diese digitale Transformation, die Veränderung der Welt auf eine extrem grundlegende Art, die ist dann nicht zu Ende. Wir erleben es nur jetzt beschleunigt, ja? Und man muss sich das immer wieder bewusst machen, dass man verschiedene Horizonte bearbeiten muss und dass sowas wie Zoom möglicherweise ein Tool ist, das morgen schon wieder vergessen ist, und Miro und was auch immer. Und was vorher auch ein schöner Hinweis war, ist, die Menschen ändern sich auch im Umgang mit den Dingen. Die verändern ihre Interaktion. Also vor 13 Jahren wurde das iPhone sozusagen veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt hat kein Mensch ein Smartphone gehabt. Jetzt haben wir sie alle. Wir kommunizieren völlig anders. Heute bezahlen wir sogar damit, was vor 4 Monaten undenkbar ist. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es geht um unterschiedliche Strecken. Absolut. Was ich in meinem Business natürlich super spannend finde. Aber da darf man auch nicht locker lassen und nicht hoffen, wenn der Virus geklärt ist, dann können wir sozusagen wieder zurückgehen. Ich glaube, ich finde eine sehr schöne Überleitung zu Olli, weil jemand hat mal gesagt, die Deutschen müssen lernen, sich wieder in ihre eigene Zukunft zu verlieben. Und das haben wir ein bisschen verlernt. Wir waren da mal, gerade Berlin war da mal, viele Grüße an alle, die an den Screens dabei sind. Wir hatten das, wir liebten unsere Zukunft und das tun wir nicht mehr. Olli ist jemand, der liebt die Zukunft. Das stimmt, Sascha, vielen Dank sehr. Ich wollte noch eins ergänzen, weil wir haben auch unsere Erfahrung mit Mural gemacht, zum ersten Mal jetzt in so einem Konzern wie H&M, für den ich arbeite. Und was ich ergänzen möchte, ist, dass es nicht nur um die Technologie geht und wie wir sie einsetzen, sondern eben auch die Kompetenzen, die der Mensch braucht, um diese Tools zu lernen, anzuwenden. Und das stellen wir ganz, ganz, ganz sehr fest, dass der Mensch auch im Fokus gehört. Wie geht es den Mitarbeitern, Menschen da draußen überhaupt damit? Und wie kriegt man die mit in den Prozess? Weil du kannst die Technologie in den Markt werfen, wenn ich die nicht bedienen kann und mich unwohl fühle und Angst davor habe und ich meine Maus zu Hause habe neben meinem Laptop, dann wird es schwierig, ein Mural zu bedienen in so einem 3 Minuten Sprint. Also ganz wichtig, den Menschen mitzunehmen. Deswegen ein wichtiger Moment der ganzen digitalen Transformation ist ja die Nutzerzentrierung. Also der Mensch ist ja sozusagen der entscheidende Baustein. Ja? Ich kann ja Tools entwickeln, wie ich lustig bin. Ne? Wenn die Leute das nicht begreifen und auch nicht annehmen und auch nicht entdecken, was da drin steckt,
dann wird es nichts. Dann liegen die Tools rum. Ja, Skype gibt es ja auch schon ewig. Und damit macht ihr viel Erfahrung, denn ihr beratet ja auch Unternehmen gerade auf dem Weg in die Digitalisierung, Transformationsprozesse. Und in unserem Vorgespräch hast du gesagt, die größte Barriere ist eigentlich in den Köpfen der Menschen und nicht aufgrund von Technologie, die fehlt, sondern es geht darum, einfach neu zu denken, neues Denken zu lernen. Das ist unser neuer Themenblock, neues Denken lernen, weil alles, was wir besprochen haben, und das fand ich schön, was Armin gesagt hat, wir müssen unterschiedliche Strecken beobachten. Einmal ist es jetzt ganz konkret, bis es einen Impfstoff gibt, zu gucken, wie kann man irgendwie Veranstaltungen auf die Bühne bringen. Wie können wir es möglich machen, dass diese Branche nicht untergeht und ganz viele Leute ihre Existenzgrundlage verlieren, ganz einfach. Und dann müssen wir aber langfristig sehen, und das ist das, was du gesagt hast, den Bogen, den du aufgemacht hast, und den möchten wir jetzt weiterdenken. Was verändert sich denn dann, wenn wir alle anfangen, neu zu denken und diese Technologien anders einzusetzen, auch bei Veranstaltungen? Wie wird dann das morgen aussehen? Und auf diese lange Strecke, das fände ich ganz schön, da nochmal einzugehen. Da würde ich nochmal zu Sandra gehen. Ich habe es ja vorhin schon mal und würde dir nochmal den Ball zuspielen. Was ist deine Meinung? Wo wird es hinführen sozusagen, wenn wir uns von diesen Technologien, die sich verändern können, die morgen andere sein können als heute, wo wird es hingehen kommunikativ, wenn wir miteinander in Verbindung kommen? Also die Kommunikationsbranche oder Kommunikatoren sind ja Seismographen. Das heißt, wir sind ja dafür da, gesellschaftliche Veränderungen oder Stimmungen aufzunehmen und zu schauen, stimmt die Message oder die Botschaft, die wir haben, können wir die Leute noch erreichen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und ein wichtiger Partner ist nicht nur eine Veranstaltung, sondern auch die Medien. Und wenn man sich da mal anschaut, da wird sehr viel digitalisiert. Also wir haben heute kaum noch einen Ü-Wagen, der irgendwie vor der Tür steht, sondern es gibt die Schalten. Selbst die Tagesschau, Bild TV oder wie auch immer, man schaltet alles zusammen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Das heißt, wir haben die Digitalisierung auf ganz vielen Social-Media-Kanälen, trotzdem unter der Voraussetzung, dass eben die Story stimmt oder die Nachricht. Und man wird sehr viel selber anbieten, auch als Unternehmen, als Kommunikation und versuchen, die verschiedenen Zielgruppen auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen. Und ich will mal ein Beispiel noch bringen, die DPRG, Deutsche Public Relations Gesellschaft. Wir hatten ja auch, wir sind ein Verband und wir haben ganz viele Veranstaltungen geplant, die konnten nicht stattfinden. Da war aber trotzdem die Überlegung, wir müssen ja den Mitgliedern was bieten, weil sonst sind die nach einem Jahr draußen und sagen, warum soll ich für eine Mitgliedschaft bezahlen, wenn da nichts kommt. Und dann haben wir ganz klein angefangen, haben so virtuelle Sprechstunden angeboten, haben dann Webinarreihen entwickelt und haben eben dann auch angefangen zu experimentieren mit virtuellen Sommerfesten, die gleichzeitig auch zum Teil präsent stattfanden. Und wir wissen alle noch nicht richtig, welche neuen Formate sich wirklich durchsetzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, anzufangen, zu gucken, was funktioniert eben nicht und was kann passieren, womit ich vorher nie gerechnet habe. Das ist genau das, was Armin ja eigentlich auch gesagt hat. Wichtig ist, auf die Nutzer, auf den Menschen zu gucken, auf die Bedürfnisse und zu gucken, was gibt es für Tools, was kann ich anbieten, aber immer ausgehend sozusagen von der Journey, die der Teilnehmer hat und dann zu gucken, was haben wir für technologische Möglichkeiten, um da was Spannendes dramaturgisch aufzusetzen. Am Ende kann man ganz viel von der Game-Industrie lernen, die übrigens gerade boomt, wie ihr euch vorstellen könnt. Es geht um daraus lernen, was für abenteuerliche, unterhaltsame Erlebnisse eure Leute haben können. Egal, wo sie sind. Da gibt es einen kleinen Lichtstreif am Horizont, wo es eventuell hingehen könnte, nämlich, dass die Veranstaltung gleich doppelt stattfindet, dass quasi hier in diesem Raum Menschen sitzen und die gleiche Veranstaltung, der gleiche Raum, quasi der digitale Zwilling dieses Raumes in der virtuellen Realität oder welche auch immer ist und 1 Million Leute dabei sein können und in diesem Raum auch mit euch rumlaufen können, aber halt virtuell. Eventuell wird das die Zukunft sein, so ein bisschen wie MTV Unplugged, nur dass ich dann neben dir sitze quasi, wenn ich die Brille aufhabe. Wir reden vom digitalen Zwilling und wir sind eigentlich schon da. Genau, die Forschung ist genau da dran und jetzt hätten wir die nächste Live-Schalte. Ich zeige erstmal, was wir mit dem digitalen Zwilling meinen. Ich traue mich schon gar nicht. Jema Bangali vom Fraunhofer ist Projektleiterin von Future Work 360. Das ist ein Projekt, das sich mit Digitalisierungsprozessen in der Produktion auseinandersetzt. Und die haben innerhalb der Krise relativ schnell gesagt, Mensch, wir müssen von unserem Forschungslabor einen digitalen Zwilling bauen. Und das haben sie auch bei Beyond Crisis eingereicht und wir werden gleich mit ihr darüber sprechen, was sie da konkret gemacht haben. Wir zeigen euch vorab mal einen Film, was denn digitaler Zwilling bedeutet.
Ja, eine virtuelle Tour. Hi, Jema, hallo. Hallo, in die Runde. Ah, der Ton funktioniert, schön, dass du da bist. Wir haben gerade dem Publikum euren Einspieler gezeigt vom digitalen Zwilling. Ich habe schon kurz eingeführt, was ihr gemacht habt. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und wie schnell ging es vor allem, euer Forschungslabor komplett in eine virtuelle Tour aufzubauen? Genau, also eigentlich muss man damit anfangen, dass wir praktisch, als die Corona-Krise angefangen hat im März, da eigentlich schon in den Startlöchern standen, weil da ist unsere, also da wurde unsere virtuelle Labortour gelauncht. Und das Projekt an sich, das ist ein Projekt von vielen, aus, was vom BMBF gefördert wird. Und es geht eigentlich darum, die Forschung und unsere Innovationen einer internationalen Zielgruppe ja, ortsunabhängig und zeitunabhängig vor allem zur Verfügung zu stellen, also Zugang herzustellen. Und das ist alles im Rahmen einer internationalen Forschungsmarketingkampagne vom BMBF, wo es eben darum geht, Deutschland als Standpunkt für Forschung und Innovation international besser zu vernetzen und sichtbarer zu machen. Und unser Ansatz war dabei vor allem, dass wir gedacht haben, wir können das machen, indem wir unsere Forschungslabore virtualisieren und damit einer breiten Öffentlichkeit Zugang verschaffen. Dann kam Corona und dann war praktisch diese Vorteile, Reiseaufwand, dass der Reiseaufwand wegfällt, dass man sehr niederschwellig direkt eigentlich unsere Forschung erleben kann, wurde dann plötzlich zu so einer Notwendigkeit, weil wir konnten keine Leute reinlassen. Und dann war halt die Lösung, wir machen das, indem die Leute praktisch in unsere Labore rein können. Wir können dadurch die Forschungszusammenarbeit weiterführen mit Workshops. Da können wir dann irgendwie durch unser Labor durchlaufen, können unsere Anwendungsszenarien, die wir erstellt haben, auch zeigen. Und auch so Dinge wie Tag der offenen Türen. Also es konnten ja keine Präsenzveranstaltungen ja. mehr geschehen. Deshalb war das eine ganz gute Lösung, um sofort reagieren zu können. Ja, das ist super. Und was ich faszinierend finde, ich weiß, ihr habt relativ schnell auch, wir haben das Wägelchen gesehen, mit dem sozusagen der ganze Raum gescannt wurde. Wie schnell war es denn von dem Starten bis zum fertigen virtuellen Raum? Wie lange hat es gedauert, um das zu virtualisieren? An sich geht diese Virtualisierung relativ schnell. Also man hat gerade diesen 360-Grad-Trolley gesehen. Das hat so ein Multisensorsystem mit so 6 Kameras. Und so kann der Raum praktisch in allen Richtungen praktisch erfasst werden. Und ist es noch mit einer Laser-Technologie praktisch verknüpft. Je nach Raumgröße praktisch dauert vielleicht so eine Befahrung, hat jetzt bei unserem Future Work Lab, das ist unser Innovationslabor mit unserem Partnerinstitut Fraunhofer IPA zusammen, das hat eine Stunde gedauert. Eine Dann Stunde. Werden diese Ja. Da sind die Daten relativ schnell fertig und ich weiß aber aus unserem Gespräch und das wissen viele, die Veranstaltungen machen, denn auch im Veranstaltungsbereich, wir kennen ja das Thema Virtualisierung von Messeständen und so weiter, da ist es zwar nicht das Live-Bild, so wie ihr es gemacht habt, sondern ein 3D-Bild, aber ich glaube, das Entscheidende ist, den Content da drauf zu legen und es wirklich dann attraktiv erfahrbar zu machen für ein digitales Publikum. Das ist, glaube ich, der größere Aufwand, als den Raum generell abzubilden. Wie sind da deine Erfahrung genau. gewesen? Ja, also so ist es auf jeden Fall. Das Projekt gibt es ja schon seit Juni 2019 und wir haben dann mit der Konzeptionierung und mit der Erstellung des Contents, weil man muss sich ja dann auch überlegen, okay, wie möchte ich die Forschung zum Erlebnis machen? Wir haben uns dafür Bild, Video und Text entschieden, haben dann halt versucht, Content in einem Stil irgendwie attraktiv aufzubereiten und eben unsere Forschung zu erklären, weil ich glaube, das ist auch Ziel der Wissenschaftskommunikation, diesen Transfer hinzubekommen von der Forschung, die wir machen, die ja auch eine große Relevanz hat für die Gesellschaft und die herüberzutragen in die Öffentlichkeit. Also was ist praktisch
so der Mehrwert für die Gesellschaft und vor allem für den einzelnen Menschen. Da geht es also ganz stark um Wissensvermittlung, ja, um das Thema rüberzubekommen. Genau. Bei Veranstaltungen kommt ja dann nochmal so das Gamification-Thema dazu. Das ist logischerweise bei euch in der Forschung jetzt erstmal nicht an vorderster Stelle, aber natürlich um bestimmte Exponate erfahrbar, erlebbar zu machen, ist es sicherlich auch partiell mit drin. Ein super Impuls, der digitale Zwilling, weil wir auch gesagt haben, also zum einen fanden wir es toll, überhaupt, dass ihr so schnell reagiert habt, und wir wollten es auch nochmal in die Veranstaltungsdenke mit reinbringen und sagen, aha, ist es vielleicht doch ein Weg, wie auch Veranstaltungen in Zukunft zugänglich gemacht werden. Man baut auf, wir hätten jetzt hier vorne gestern nochmal so ein Wägelchen durchschicken können und hätten dann parallel für die digitalen Zuschauer hier einen Raum zur Verfügung stellen können. Das wollten wir mal hier in die Stunde geben. Jetzt quasi noch so Zombies hier drin sitzen, genau. Die wir nicht sehen, aber die uns sehen können. Ja. Genau. Das Spannende, wenn ich noch eins sagen dürfte, ist, glaube ich, auch, dass wir den digitalen Zwilling jetzt diesmal in einen neuen Kontext gebracht haben. Den kennt man nämlich eigentlich nur aus der Produktion und aus dem industriellen Kontext. Wir haben aber diesen digitalen Zwilling wirklich als Wissenstransferplattform und als neue Form der Wissenschaftskommunikation eigentlich verwendet, und dieses Anwendungsfeld gibt es in der Weise eigentlich noch gar nicht, und da gibt es bestimmt auch viele Potenziale für die Veranstaltungsbranche, wenn man jetzt an virtuelle Messen denkt oder auch alles, wo Wissenstransfer eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ich denke an Schulen, an Universitäten. Ich meine, wir sehen ja gerade in Corona, dass so Dinge wie Homeschooling, dass es halt digitale Formate braucht, um Wissen verfügbar zu machen. Absolut. Das nur so zum Schluss. Absolut. Und das ist wunderschön, dass du das gesagt hast, weil es ist ja ein Teil von dem, was wir heute schaffen wollen, Impulse zu geben und zu sagen, da gibt es Leute, die sind in einem ganz anderen Bereich unterwegs, aber vielleicht sind die Ansätze ganz interessant und können weitergedacht werden und können Impuls in die Branche reingeben. Liebe Jema, vielen Dank, Dankeschön, dass du dir die Zeit vielen genommen Dank. Hast. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ja, super. Jema hat, das wäre jetzt eigentlich der Abschluss von einem Blog. Wir werden nochmal zu Ralf ins Netz gesprungen. Allerdings, lieber Patrick, ich frage jetzt mal in die Regie, haben wir denn unseren Tom? Den haben Nein. Nee, oh, wie schade. Kann ich genau. schon? Aber dann schalten wir ins Studio. Ja, hör zu. Mach mal so, wenn ich auf Sendung gehe. Wunderbar. Kriegen wir alles live mit? Wir sehen, wie unser Studio aussieht, wenn wir mal das Licht ausschalten. Ja, genau. Resonanz aus dem Netz würden wir dann machen. Dann spielen wir mal rüber. Das geht jetzt gerade auch nicht. Okay, dann springen wir weiter. Uns wird es nicht langweilig, weil wir haben hier ein tolles Panel. Machen wir so weiter. Wir haben uns überlegt, wenn wir jetzt immer sagen, ja, schwierig, 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 und immer so wird so mögliche genau. eventuell Szenarien zeigen, dann wird es nicht konkret. Ja. Wir haben überlegt, gibt es denn ein Geschäftsmodell, was jetzt gerade startet und von dem alle sagen werden, okay, die Idee wird funktionieren? Und wir haben tatsächlich eins gefunden. Ja. Ist ein Freund von uns, ist kein Unbekannter, hat während Corona was Fantastisches gemacht. Ja, er hat die Plattform Helfen Berlin auf die Straße gebracht. Viele von euch haben es wahrscheinlich gehört. Er hat bis zu 1,5 Millionen Euro für Lieblingsorte sammeln können. Wirklich toll. In der Krise, die Aktion ist vorbei, aber es ist einer, der nicht stillsteht und gesagt hat, okay, und was braucht's jetzt? Hier, die Bedürfnisse ändern sich, ich habe hier die Lösung dafür. Und was er vorhat, der liebe Carsten Kossatz, das hat er uns in einem kleinen Einspieler ich würde jetzt erklärt. Rausgehen, weil es Palm geht jetzt Journey. Weiter. Wir sind Erik und Carsten, die Gründer von Independesk, und wir revolutionieren die Arbeitswelt gemeinsam mit euch. Wir haben eine App entwickelt, auf der bestehende Offices, Coworking Spaces, Hotels oder auch Event-Locations ihre freien Desks tagesaktuell einstellen und vermieten können. Anbieter, die auf unserer Plattform Schreibtische einstellen, können so ihre Büroauslastung steigern und sich somit ein zusätzliches Einkommen schaffen und ihre laufenden Kosten senken. Auf unserer App können sich die Nutzer in ihrer unmittelbaren Nähe von zu Hause einen Desk mieten und somit das tägliche Pendeln vermeiden. Wir haben eine Pay-as-you-go-Lösung geschaffen, wo du auch nur das bezahlst, was du nutzt. Wir bringen Diversity in die Unternehmen, wir entlasten die städtische Infrastruktur und reduzieren so den transportbedingten CO2-Ausstoß. Das ist für euch als Event-Community eine ziemlich gute Möglichkeit, Zusatzeinnahmen in dieser schwierigen Zeit zu generieren. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Sie sind ein süßes Paar, die beiden, oder? Das ist ganz beruhigend. Super, ja. Eigentlich wäre Carsten hier, aber zum Glück haben wir nicht gesagt, das ist hier das Role Model für die nächste Digitalveranstaltung, sondern wir wollen darüber reden, wo es hinführt in dem Bereich, sonst wäre es jetzt natürlich ein bisschen nerknirsch. Nein, alles ist gut, weil ich hatte gestern noch mit Carsten darüber gesprochen. Ich kann euch sagen, was das ist. Das Ganze ist quasi die Antwort auf Homeoffice, weil wir haben gelernt, Schritt 1, Lockdown. Viele Leute lernen von zu Hause zu arbeiten. Schritt 2, das langsame Zurückgehen ins Büro, aber es wird nie wieder so werden, wie es ist. Also Untersuchungen gehen davon aus, dass wahrscheinlich bis zu 40-50% der Mitarbeiter nie wieder Vollzeit im Büro sein werden. Das heißt, erstens werden ganz viele Flächen frei. Zweitens werden ganz viele Leute zu Hause einen Rappel kriegen, weil der Hund, die Kinder und das soziale Umfeld nicht die beste Arbeitsatmosphäre ist. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der sagt, er hat sein Büro im Schlafzimmer der Kinder aufgebaut. Zum Missfallen aller. Das wird die Antwort sein. Man guckt in der Umgebung meiner Wohnung, die nächsten 500 Meter, wo gibt es denn da einen Schreibtisch, wo ich mal für eine Stunde Asyl suchen kann? Das ist quasi das Airbnb für Schreibtische, für Schreibtischtäter. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man Busfahrer ist, da muss man am Arbeitsplatz arbeiten, aber alle anderen werden in Zukunft nicht zu Starbucks rennen müssen, sondern können in der direkten Umgebung, wo auch immer sie gerade sind, ihr Büro aufschlagen. Independence heißt das Ding, ist eine Weltinnovation. Überall gibt es kleine ähnliche Versuche, aber die Deutschen sind gerade ganz weit vorne mit dem Modell. Wir sind gespannt, wie sich das entwickeln wird. Es gibt also gerade neue Geschäftsmodelle, die Krise ist gar keine, wenn man sie als Chance begreift. Absolut, denn gerade in der Krise, wir hatten es schon gesagt, verändern sich Bedürfnisse und neue Lösungen sind gefragt. Und auch an dem Thema ist Olli dran, der da ganz aktiv ist im H&M Lab. Olli, herzlich willkommen nochmal mit diesem Thema. Das ist super spannend. Was macht ihr da eigentlich in dem H&M Lab? Oh, also ursprünglich war die Idee, wir brauchen eine ganz schnelle kleine Rebel Innovation Einheit für H&M, die auf lokaler Ebene sehr, sehr schnell innovativ arbeitet und Produkte und Services exploriert mit Kunden. Das heißt, unser Riesenvorteil, den wir haben, ist, dass wir so klein sind und ein schönes Mandat haben, dass wir relativ schnell Dinge mit unseren Kunden ausprobieren können oder Mitarbeitern ausprobieren können. Wir können ein gewisses Risiko nehmen, weil wir machen das lokal. Wir versuchen das immer sehr, sehr günstig zu machen und schnell zu machen. Und das Coole ist, wir machen das exklusiv eigentlich immer mit Partnern zusammen, weil wir eine absolut lernende Haltung haben. Das heißt, wir sind weit darüber hinaus zu sagen, wir haben 30-40 Jahre Erfolg gehabt am Markt, wir wissen, wie Modehandel funktioniert, gar nicht. Wir schauen in die Zukunft und sagen, nee, wir sind eigentlich nur ein Teil von potenziellen Lösungen und wir legen das in die Waagschale, was wir reinlegen können und das ist eben Impact und Zugang zu Kunden und Zugang zu tollen Flächen in den Städten und da probieren wir Dinge aus, ganz konkret. Hoffentlich immer mit einer hohen Relevanz, die dahinter steckt. Das Schöne ist, bis vor Corona war er immer so der Freak im Unternehmen, wie viele Zukunftsabteilungen. Man muss die haben, aber man will sie eigentlich gar nicht, weil der kommt immer mit Ideen, die den Arbeitsablauf stören und die schöne Routine durcheinander bringen. Und hat sich dein Leben seit Corona geändert? Ich habe mich schwer getan, um ehrlich zu sein. Also ich bin echt durch die Widerstandskurve gegangen und wir mussten eine Reihe von Projekten fast einstampfen oder verschieben. Also wir hatten bestimmt 5-6 Projekte im Portfolio, die man hätte in Veranstaltungen und öffentlichen Themenstores verarbeiten wollen. Aber im Gegenzug hast du auf der anderen Seite jetzt das Gehör vom Vorstand, ne? Zumindest ist das Mandat größer als vorher. Schwierige Frage, gefährliche Antwort. Vorstand. Wir haben einen gewissen Auftrieb natürlich auch bekommen. Yeah. Weil natürlich auch so ein Unternehmen, was viele Wochen Geschäfte weltweit schließt, natürlich auch verzweifelt an einer bestimmten Stelle schaut, wo kriegen wir denn jetzt eigentlich Schnelligkeit her? Und wo kriegen wir Agilität her? Und wo kriegen wir neue Ideen her anhand dieser großen Themen am Markt? Ne? Also Diversity, Sustainability, Digitalisierung. Was sind unsere Lösungen, die wir anbieten können. Und da ist die ganze Firma aktiviert und da sind wir natürlich ganz vorne mit dabei, wenn wir dürfen. Und Sie haben ihm tatsächlich in Zeiten des Lockdowns einen eigenen Pop-up-Club genehmigt. Er ist jetzt also Gastgeber in der Oranienburger Straße, wenn ihr mal einen guten Kaffee trinken wollt und in der Nähe seid, direkt am Hackeschen Markt, da hast du jetzt deine Residenz. Ganz genau. Und das ist uns wirklich wichtig und ich bin ganz, ganz froh, wo der Konsens hier liegt auf dem Panel. Also wir haben wahnsinnige Lust, Code zu kreieren, zu kollaborieren. Wir haben wahnsinnige Lust, unser kleines Innovationsbudget, was wir haben, mit anderen Unternehmern, kreativen Startups eben zu teilen und zu sagen, lass uns doch gemeinsam neue Ideen explorieren und lass uns direkt von den Menschen da draußen, von den Nutzern Feedback sammeln.
Das ist unser Angebot. Wir sind super breit aufgestellt, wir sind ein super kleines Team, aber wir wollen eben für andere Sichtbarkeit erzeugen und für andere Impact erzeugen für ihre Lösungen und ihre Ideen. Das ist eigentlich so unser Scope und das machen wir jetzt in einem physischen Space. Haben wir aber vorher auch schon im Headspace gehabt. Und die eigentliche Antwort, die ich aus dir rauskriegen möchte, ist, unsere Branche sitzt gerade da und hat ein bisschen Panik, wie wir gesehen haben, weil wir denken, alles wird schwierig, alles ist schlimm, überlebe ich das jetzt? Aber ihr müsst erkennen, ihr seid nicht alleine. Auf der anderen Seite, wie Konzerne, große Unternehmen, da sind auf einmal natürliche Alliierte gewachsen, die genau die gleichen Probleme haben, genau die gleichen Herausforderungen. Und zusammen, wenn wir schaffen, uns zusammenzutun, und das ist letztendlich deine Botschaft, dann werden wir das tatsächlich nicht nur meistern, sondern wir werden Gewinner der Krise sein. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema, dieses, dass man sich öffnet, ja? Dass man aus seinen Silos, das war ja bei Uli auch schon ein Thema, ja, rausgeht, dass man sozusagen nicht nur in seinem Saft kocht, sondern tatsächlich so offen wie möglich ist und mit allen möglichen auch seltsamen Perspektiven in Berührung kommt dadurch. Dadurch passiert was. Ne? Man weiß nicht was, aber irgendwas wird schon passieren. Glaubst du, es gibt die Möglichkeit, jetzt in anderen großen Unternehmen da einfach anzurufen mit einer verrückten Idee? Vielleicht aktuell größer als vorher, aber nicht wirklich. Also wenn wir genau hingehört haben, sind wir als Konzern absolut transaktional aufgestellt. Wir verkaufen was und kriegen Geld dafür. Wenn man jetzt sagen würde, wie kann ich denn an diesen Konzern an die Tür klopfen und mitgestalten, dann ist das sehr, sehr undurchlässig. Stahldicke Türen. Und wir wollen ein Vorreiter sein und zeigen, nee, wir machen die Tür auf als Unternehmen, weil wir verstanden haben, dass die Lösung eben nicht mehr bei uns innen liegen, sondern dass die Lösung außen liegen. Wir können nur einen Impact generieren. Deswegen würde ich sagen, es ist ein guter Startpunkt und ich glaube, dass das ein Zukunftsmodell ist. Ich glaube auch, er wird nicht der Letzte sein, er ist nur der Erste. Und es könnte ein Modell sein, das gerade auch für die Veranstaltungsbranche und Leute, es könnte ein Modell sein, sich da auch zu öffnen, mit anderen zusammenzutun und einfach von der Energie und von dem Wissen der Masse zu partizipieren, weil letzten Endes, wer ist man denn, dass man sagt, man hätte die Lösung selber, es ist doch gut, nach links und rechts zu gucken und zu teilen. Ja, und das ist nämlich genau die Frage, was würdet ihr denn der Branche, über die wir heute sprechen, als Appell mit nach Hause geben? Was ist eigentlich das, was für euch jetzt der nächste wichtige Schritt ist, wo ihr sagt, lasst uns das gemeinsam umsetzen? Der Satz, Ariel, ist mit lasst uns, Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Jeder Einzelne uns, sagt mal. Lasst uns. Wir können auch ihn anfangen lassen, dann kannst du noch Zeit zum Nachdenken. Also, Pech gehabt, Armin. Okay. Lasst uns mal locker bleiben. Nein, es war ja der Begriff Mut vorher ranprojiziert und ich bin der Meinung, Mut, da stimmen alle zu, ja, muss man haben, ist eine tolle Sache, aber man muss bedenken, Mut hat eine große Schwester, das ist die Ungewissheit und die muss man ertragen, sonst braucht man auch keinen Mut. Und das ist auch das, was bei vielen mitklingt. Wir wissen alle nicht genau, was passiert. Niemand weiß das. Ja? Und wir müssen einfach lernen, Perspektiven zu wechseln, Dinge immer wieder aus anderen Richtungen zu betrachten. Das ist für mich sowas wie Bauchmuskeltraining. Da denken auch alle, das muss man machen, damit man fit bleibt. Aber wir müssen vor allem im Kopf lernen, wirklich die Welt neu zu denken. Da muss man sich über die Silos hinaus mit anderen Branchen, mit anderen Leuten unterhalten. Man muss sich das alles quasi antun, möglicherweise aus einer bequemen Situation oder einer unbequemen Situation, um zu begreifen, wo das hingeht. Weil die Welt, die wir jetzt kreieren, hat nichts mehr, also es gibt, wir kommen nicht mehr zurück. Das wird sozusagen definitiv an ganz vielen Stellen anders sein. Ja? Und also ich könnte da jetzt endlos weiter dozieren, ich aber nicht. Es ist, das mache ich dann nicht. Aber tatsächlich ist bei unseren Kundenprojekten das sehr häufig, aber auch bei den eigenen Leuten, diese Ungewissheit, damit haben viele Leute Schwierigkeiten, aber wir werden uns lange Zeit in Ungewissheit befinden. Also lasst uns die Ungewissheit umarmen. Genau. Olli. Ja, lasst uns akzeptieren, dass das alte Normal einfach nicht mehr wiederkommt. Super wichtig. Und lasst uns das Mindset kreieren, lebenslang zu lernen und die neue Stabilität in der Gemeinschaft, in der Kollaboration zu finden. Weil die Instabilität, die da ist, die kann man nutzen. Und die neue Stabilität kann dadurch entstehen, dass man Gleichgesinnte hat, dass man die mutigen Menschen um sich versammelt und gemeinsam schaut, was können wir kreieren. Also Mut zum Risiko und Neudenken. Und auch immer kleinteilig testen. Klang ja bei euch auch an. Ne? Man muss ja nicht den Mut für den ganz großen Wurf immer haben, sondern man muss einfach kleine Dinge ausprobieren. Da lernt man so viel. Lasst uns das mal hier öfter machen.
finde ich, als erstes Fazit, weil ich finde es großartig, weil gerade diese Branche ist so extrem kleinteilig und besteht aus 100 kleinen Lego-Teilchen. Und gemeinsam als großes Ganzes mal wahrgenommen zu werden, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil das schwierig ist, so kleinteilig Gehör zu finden. Das haben wir, glaube ich, heute gut auf die Kette gekriegt. Und kreative Prozesse brauchen Austausch. Und das finde ich was. Also ich nehme eine Menge Impulse mit gerade, die mich viel denken werden lassen. Lasst uns gemeinsam eine große Lego-Burg bauen und lasst uns neue Netzwerke stricken. Ja, lasst uns vor allen Dingen gemeinsam Schritt für Schritt anfangen. Also es wurde ja auch schon gesagt, der große Wurf muss nicht gleich gelingen, aber Schritt für Schritt Erfahrungen sammeln und dadurch lernen und vor allen Dingen auch mit anderen Branchen austauschen, die vielleicht ad hoc nicht unbedingt was mit der Veranstaltungsbranche oder Eventbranche zu tun haben, aber wo es einfach schon Technologien gibt oder Erfahrungen, von denen man lernen kann. Und Mut wird immer belohnt. Ole? Ja, lasst uns über den Tellerrand gucken, über den eigenen Tellerrand. Und das ist ja eine tolle Zeit jetzt. Es gibt so viele tolle Veranstaltungen. Und das wäre mein Vorschlag, mal in irgendeine Veranstaltung, eine komplett fachfremde, wo man sagt, das hat mich noch nie interessiert. Aber da ist jetzt gerade ein großes Event mit ein paar hundert Leuten. Da gucke ich jetzt mal online rein. Kostet nichts in der Regel. Ja, inspirieren lassen. Und lasst uns auch dafür sorgen, dass die Entscheidungsträger, die jetzt sagen, lasst uns doch wieder zurückgehen zu 2019, das war doch so schön, dass die nicht die Oberhand gewinnen, sondern dass wir gemeinsam nach vorne gucken und das digitale Element in die Entscheidungsprozesse mit reinkriegen. Und stay negative, think positive. Danke, Uli. Ariane. Ja, es ist ja schon eigentlich fast alles gesagt worden. Was ich auch sagen wollte, lasst uns mutig sein, hatten wir schon. Lasst uns kooperieren, hatten wir schon. Lasst uns über den Tellerrand schauen. Vielleicht noch, lasst uns auch flexibel sein und einfach etwas beginnen. Und während man es macht, lernen, dazu lernen und vielleicht wieder einen Schritt zurück in die nächste Richtung. Es ist nicht gleich perfekt, wenn wir damit jetzt anfangen. Wir müssen einfach Learning by Doing machen. Vielen Dank. Karin, was sagst du denn? Ich sage, lasst uns, und da springe ich inhaltlich ganz zum Beginn eigentlich, was mir unwahrscheinlich viel Kraft gegeben hat, nämlich die Kraft der Gemeinschaft. Lasst uns viel mehr Gemeinschaft zelebrieren und schauen, was wir für Fähigkeiten haben, wenn wir zusammenhalten. Das finde ich berührend und toll und ja, mein Appell an die Branche. Und damit haben wir eigentlich den diesen Teil hier, ne, beschließen wir. Wir würden ja noch viel länger reden, aber ich glaube, ihr möchtet nicht viel länger zuhören. Das kann hier nur ein Anfang sein. Das ist ein Anfang eines Prozesses, auf den wir in 2, 3, 4 oder 5 Jahren zurückblicken. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir zurückblicken und sagen, da fing alles an. Ab da wurde Deutschland ein Land, was Lust auf seine Zukunft hatte. Ab da haben wir unsere Zukunft auch selbst in die Hand genommen. Und ab da haben wir nicht mehr gewartet, bis jemand anderes die Ampel auf grün geschaltet hat, sondern wir haben das gemacht. Und das ist unsere Entscheidung, ob das heute der Anfang ist. Genau, wir haben viele Impulse, wir haben es gerade gehört, bekommen. Wir wollen auch unseren lieben Panel-Gästen Impulse mit nach Hause geben. Und dazu holen wir die Anke nochmal mit vor die Bühne, denn sie hat was Wundervolles noch vorbereitet für unsere Gäste und wird es vorstellen. Hi, Anke. Einmal das mit, danke. Vielen Dank. Ihr habt ganz tolle Impulse tatsächlich in die Runde gegeben. Und wie ich ja schon sagte, auch wir denken ganz viel und wir haben auch in den letzten 14 Jahren ganz viel gedacht und ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und mein Appell wäre, lasst uns mehr machen. Also nicht so viel denken, nicht so viel quatschen, sondern einfach mal machen und gucken, was bei rauskommt. Und wir haben gerade, und deswegen bin ich auch sehr stolz, dass es zeitlich geklappt hat. Wir haben unser neues Baby dabei, nämlich unser geballtes Wissen aus 14 Jahren Deutschlandland der Ideen, ausgezeichnete Orte. Mit dem Namen Die Macht der Ideen. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut hier rein, weil es sind ja schon ganz viele Ideen auch hier durch den Raum geflogen. Und was wir euch mit auf den Weg geben möchten, ist, dass es dieses wundervolle Buch ab 31.08. auch im Handel gibt, auch online als E-Book. Und da sind ganz viele wertvolle Erfahrungswerte drin, aber auch ganz viele Tipps. Tatsächlich auch sehr praktisch, dass man sagen kann, wenn ich jetzt eine Idee habe, wie wird denn daraus eine Projektidee, wie wird daraus eine Innovation, an wen wende ich mich? Wir haben eine Online-Seite, die permanent aktualisiert wird, tatsächlich mit brandaktuellen Tipps zu Kontakten zu Business Angeln, Beratungsinstituten etc. pp.
Und das Geschenk an euch alle hier, die euch die Zeit genommen habt auf dem Panel, ist, dass ihr heute so ein Buch von mir bekommt vorab. Ihr seid quasi die Ersten neben mir, die das in der Hand habt. Und es ist ganz, ganz toll geworden, nicht weil ich an dem Projekt mit beteiligt war, das liegt mir natürlich auch am Herz, aber es ist einfach, es macht Spaß, es ist sehr abwechslungsreich, es ist sehr kurzweilig und es sind tatsächlich ganz tolle Geschichten da drin, die auch Mut machen. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit mit das Wichtigste, dass wir uns gegenseitig auch Mut machen mit Best Practices. Von daher, wer Lust hat, ab 31.08. ich lasse ein Anschauungsobjekt da vorne liegen, das bitte da auch liegen lassen, damit auch andere noch die Chance haben, sich inspirieren zu lassen. Ja, ihr Lieben, ihr könnt euch da vorne auf dem Stehtisch gleich ein Buch mitnehmen mit einer persönlichen Widmung von Deutschland Land der Ideen. Und für all meine Stream-Teilnehmer, ich als virtueller Host draußen aus dem Studio, werde nämlich jetzt mal gleich schnell wieder zurückdüsen. Das war für alle Stream-Teilnehmer hier die Live-Schalte in den großen historischen Kassenraum, wie wir euch ja schon beigebracht haben. Und wir sehen uns dann gleich im Studio wieder. Und ich wünsche natürlich allen Beteiligten bei all dem, was kommt, noch ganz viel Spaß.